Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Schalten sich noch ein paar dazu, aber ich denke, um in der Zeit zu bleiben, fangen wir mal an. Also erstmal einen guten Abend und natürlich herzlich willkommen im Namen des NABU Stuttgart und des BUND Stuttgart zu unserem Seminar heute. Es geht um insektenfreundliches Gärtnern und schließt ein bisschen an ein Seminar, was wir vor 2 Wochen hatten, wo wir uns Wildbienen angeschaut haben. Und heute geht es dann wirklich um konkrete Tipps und Tricks zum insektenfreundlichen Gärtnern. Mein Name ist Janina Lothmüller. Ich bin Vorstandsmitglied im BUND-Kreisverband Stuttgart und moderiere heute. Ja, ich schaue gerade, ich glaube, wir sind schon bei über 50 Teilnehmern. Super, dass so viele dabei sind. Ich meine, das Wetter heute macht ja auch wirklich Lust, in den Garten zu gehen und da aktiv zu werden. Bevor wir anfangen, ein paar Worte zum Technischen. Also bitte alle die Mikros ausmachen. Das ist gut, damit wir keine Hintergrundgeräusche haben und keine Störungen. Und am besten auch das Video aus. Das spart Energie. Und andererseits wird dieses Webinar aufgezeichnet. Das heißt, gerade für alle, die nicht sichtbar sein möchten, da bitte das Video ausmachen. Wie gesagt, es wird aufgezeichnet. Und wenn Sie jetzt dabei bleiben, erklären Sie sich damit einverstanden. Genau. Ja, und da sehen wir schon die Agenda für heute Abend. Also wir sind mitten im Willkommen. Und starten dann gleich mit einer kurzen Einleitung, um nochmal überhaupt zu schauen, was ist die Relevanz des Lebensraums Stadt für Insekten. Und das macht der Stefan Kress vom NABU Stuttgart. Und dann folgt der Hauptteil. Wie gesagt, da geht es wirklich um Infos und konkrete Tipps und Tricks für insektenfreundliches Gärtnern im eigenen Garten, auf dem Balkon. Den Input macht die Johanna Runau vom BUND Stuttgart. Und am Ende geht dann nochmal so ein bisschen der Blick aus dem eigenen Garten rund ums urbane Grün. Und da haben wir die Nadja Horitsch von der Stadt Stuttgart dabei, die das Förderprogramm Urbanes Grün vorstellt. Fragen haben wir natürlich auch Zeit für eingeplant. Also wir haben einmal beim Hauptteil eine längere Diskussionsrunde und auch eine kurze Pause vorgesehen. Und wenn Sie Fragen haben, entweder notieren für diese Diskussionsrunde oder Sie können sie dann gerne auch gleich in den Chat stellen und wir moderieren das dann in der Diskussionsrunde, sodass die hoffentlich alle adressiert werden können, die Fragen. Machst du einmal die nächste Slide her? Danke. Genau, also bevor wir dann wirklich starten, möchten wir um Ihre Unterstützung durch eine Spende bitten. Wie Sie vielleicht wissen, der Großteil unserer Aktivitäten wird über Spenden finanziert und normalerweise bei In-Person-Veranstaltungen haben wir unsere Spendendose dabei. Das ist jetzt sozusagen unsere digitale Spendendose. Das heißt, über den Link, den Sie dort sehen, den meine Kollegin Thea gleich auch noch mal kurz im Chat postet, oder über das Scannen von dem QR-Code auf der Folie gelangen Sie dann direkt auf die richtige Seite. Und bei einer Spende mit dem Verwendungszweck Wildbienenseminar können wir das dann auch direkt dieser Veranstaltung zuordnen und teilen das dann natürlich ganz fair zwischen BUND und NABU. Gut, dann wollen wir einsteigen und ich übergebe für die Einleitung an Stefan Kress. Stefan ist Vorstandsmitglied beim NABU in Stuttgart und hat sich als Biologe in diesem Rahmen unter anderem dem Thema Insekten angenommen und genau, gibt uns einen kurzen Überblick. Stefan. Wir hören dich noch nicht, du bist noch auf Stumm. Jetzt. Okay. Ich glaube, jetzt hört man mich. Okay. Ja, vielen Dank, Janina, für die Einleitung. Ja, mein Name ist Stefan Kress. Ich bin stellvertretender
Vorstandsvorsitzender vom NABU Stuttgart und dort für die Themen Insekten und Wald zuständig und würde gern den heutigen Vortrag so ein bisschen eingruppieren, ein bisschen Überblick geben. Und Sie sehen schon auf der ersten Folie, vielleicht erinnern Sie sich, im Jahre 2019 wurde ein Bericht herausgegeben des Weltbiodiversitätsrates. Die hatten jahrelang eine Untersuchung von Veröffentlichungen gemacht, einer sechsstelligen Zahl, also über 100.000 wissenschaftliche Veröffentlichungen wurden da durchgeschaut. Und man kam dann zu dem Schluss, dass wir eigentlich mitten in einem sechsten Artensterben sind. Über 1 Million Arten sind also vom Aussterben bedroht. Das war damals auch der Stuttgarter Zeitung Anlass genug, dieses Thema sogar als Hauptthema auf die Titelseite zu setzen. Und ein Punkt dabei, eine Untergruppe, die eben vom Aussterben wirklich bedroht ist, sind die Insekten. Und das ist ja die Artengruppe, die wir uns heute jetzt ein bisschen mehr kümmern wollen, weil die Gärten sind eben für Insekten besonders wichtig. Und Sie wissen vielleicht, dass es verhältnismäßig viele Insekten gibt. 70% aller Tierarten sind in der Tat Insekten. Ja, diese Gruppe ist also quasi gleichbedeutend wie die Spinnen oder auch die Säugetiere, ne, sind auf der gleichen hierarchischen Ebene wie die Insekten. Und 70% aller bekannten Tierarten auf der Welt gehören eben aber zu dieser Gruppe. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber die sind ja alle so klein, Ameisen oder so ein Bienchen. Das mögen vielleicht viele verschiedene Arten sein, aber von der Biomasse her, von der Masse machen die doch sicher nicht so viel aus. Aber das ist nicht so. Selbst wenn man die auf eine Waage tun würde, wäre im Prinzip auch 90% der Biomasse, also des Gewichtes aller wild lebenden Tiere auf unserer Welt, gehören auch zu diesen Insekten. Und daraus ergibt sich schon, allein daraus kann man schon ableiten, dass also die Insekten eine ganz wichtige Bedeutung für das Funktionieren aller unserer Landökosysteme haben müssen. Insekten sind überall auf der Erde, bis auf dem Meer, da gibt es praktisch keine Arten, aber sie sind im Süßwasser und vor allem auf dem Land vorhanden. Und die ganzen Bedeutung der Insekten möchte ich hier jetzt gar nicht groß vertiefen. Da mögen die Stichworte Bestäubungsleistung und Nahrung für andere Tiere, weil die Insekten eben sehr weit unten in der Ernährungspyramide sind, reichen. Vielleicht auch noch, dass Insekten dazu wichtig sind, Nährstoffe umzusetzen. Sie bauen also Holz ab, sie bauen tote Körper von anderen Tieren ab, sie bauen Exkremente ab und sind deshalb sehr wichtig dafür, auch Nährstoffe wieder dem Kreislauf zurückzuführen. Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt ein bisschen pathetisch werde, aber Stefan, man hört dich gerade nicht. Das Mikrofon ist ausgegangen. Okay. Geht's wieder. Entschuldigung, da muss jemand dazwischen gekommen sein. Also entschuldigen Sie, wenn ich jetzt an der Stelle ein bisschen pathetisch werde. Ich möchte hier zwei Aussagen zitieren. Die eine lautet, es geht eigentlich nicht nur um die Zukunft unserer Insekten, es geht um die Zukunft unserer Gesellschaft, ja, vielleicht sogar unserer Erde. Das heißt also, das Problem, dass die Insekten zurückgehen, ist gar kein Problem von ein paar Entomologen, wie die Insektenwissenschaftler heißen, sondern es sollte eigentlich unser aller Interesse sein, dass es den Insekten gut geht. Denn eine Erde ohne Insekten kann man sich quasi als Wissenschaftler kaum vorstellen, weil das hätte verhältnismäßig weitgehende Auswirkungen auch auf uns Menschen. Und eine zweite Aussage, die immer mehr Wissenschaftler auch so unterschreiben würden, ist die, dass der Artenrückgang tatsächlich neben der Klimaerwärmung wahrscheinlich die größte Herausforderung der Menschheit dieses nächsten Jahrhunderts sein wird. Also die Eindämmung der Klimaerwärmung und die Eindämmung des Artenrückganges sind die beiden großen Menschheitsaufgaben, die auf uns zukommen. Gut, im letzten Vortrag ging es jetzt um eine ganz bestimmte Insektengruppe, eine sehr interessante Insektengruppe, die auch vom Rückgang bedroht ist oder betroffen ist. Das sind die Wildbienen.
Da hat mein NABU-Kollege Martin Klatt über deren Leben berichtet. Die Wildbienen sind deshalb ganz interessant, weil sie auch ganz bestimmte Anforderungen haben. Da müssen bestimmte Dinge zusammenkommen, damit die überleben können. Sie brauchen Nahrung in Form von Pollen. Sie brauchen einen Lebensraum, wo sie ihre Nester bauen können, der vorhanden sein muss. Und sie brauchen auch Nistmaterial, um diese Nester dann anzulegen. Und diese drei Bedingungen müssen zusammenkommen. Und es wird auch immer etwas seltener bei uns in unserer Umwelt, dass das alles so schön klappt. Aber es geht eigentlich noch. Sie sehen hier jetzt mal so ein Symbol oder ein Bild von Wildbienen, die ich in meinem eigenen, eigentlich kleinen Garten hier in Stuttgart-Kaltental aufgenommen habe. Also ich kam da innerhalb von zwei Jahren, wo ich das dokumentiert habe, schon auf über 40 Arten, die man dann auch in einem Garten, der jetzt nicht professionell angelegt ist, schon mit Wildblumenmischung und so weiter, aber jetzt, ich habe jetzt keine ganz großen Klimmzüge dabei vollführt, kann man doch noch einige mit einfachen Mitteln verhältnismäßig viele Wildbienen anlocken. Und darum ging es ja in unserem letzten Vortrag. Ich möchte jetzt hier nochmal kurz Ihre Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken. Die meisten, also wir sind ja hier aus Stuttgart und das ist eine Großstadt und ich ein interessantes Thema finde ich, die Stadt als Lebensraum für Insekten. Der gewinnt nämlich immer mehr an Bedeutung. Früher in meiner Kindheit hat man gesagt, wenn man in die Natur wollte, dann ist man raus ins Grüne gefahren. Ja, die Stadt stand für Abgase, stand für viel Beton, für Verdichtung, für kaum Platz für Tiere. Wenn man Tiere sehen wollte, ist man eben ins Grüne gefahren. Und das Grüne ist heutzutage oft sehr eintönig grün oder sogar braun. Ich spreche da jetzt die Industrialisierung der Landwirtschaft an, die in Baden-Württemberg ja beinahe noch human abläuft. In anderen Bundesländern ist es viel schlimmer. Aber dieser Grundsatz in meiner Kindheit noch, dass also in der Stadt eigentlich Tiere nicht vorkommen, der hat sich in letzter Zeit etwas geändert. Also Sie sehen hier, im Mai 2019 war das Thema Lebensraum Stadt für Tiere wurde eine ganze Ausgabe dazu, da war Schwerpunktthema und da wurde das von verschiedenen Seiten beleuchtet. Und wenn man sich also klar macht, dass die Fläche aller Gärten und Grünanlagen Deutschlands mindestens so groß sind wie die aller Naturschutzgebiete, dann können wir daraus schon erkennen, dass also die Gärten, unsere Gärten um unsere Häuser herum, also eine wichtige Funktion haben können. Jetzt theoretisch gesehen ist die Stadt nämlich als Lebensraum speziell für Insekten gar nicht so schlecht. Wir haben da ein warmes Mikroklima. Städte sind in der Regel etwas wärmer als das Umland und Insekten mögen es ja gern warm, sodass sie sich eigentlich in Städten von daher schon mal ganz gut, ganz wohl fühlen. Es gibt in Städten viele kleinräumige Strukturen, wie das Bild hier aus Stuttgart hier da so ein bisschen zeigen soll. Also wir haben Hänge mit Weinreben vielleicht, wir haben da Trockenmauern, wir haben daneben vielleicht ein kleines Wäldchen, wir haben Wiesen und Insekten sind jetzt auch nicht so groß. Das heißt also kleinräumige, sich schnell abwechselnde Strukturen findet man in Städten eigentlich ganz viel, ganz gut und das mögen Insekten. Wir haben eigentlich auch ein ganzjähriges hohes Ressourcenangebot, vielleicht mehr als in der freien Natur draußen, im Grünen, weil jetzt geht es schon los, Krokusse, Winterling, in den Gärten blüht schon, Salweide kommt jetzt dazu, das geht dann über den Sommer bis hin zum Efeu im Herbst. Wir haben also praktisch vom Frühjahr bis in den späten Herbst hinein blühende Pflanzen, die für uns Insekten als Nahrung dienen können. Wir haben dann auch oft nährstoffarme Flächen, das sind dann solche Brachen, Industriebrachen vielleicht oder an Bahnhöfen oder so weiter, wo einfach mal die Natur sich selbst überlassen wird. Das sind auch ganz interessante Strukturen für Insekten und wir haben eigentlich, sage ich mal, in der Stadt eher einen geringeren Pestizideinsatz als in der Landwirtschaft. Es soll immer noch Leute geben, die das auch in den Gärten einsetzen, aber ich sage jetzt mal so grob geschätzt, wird der Einsatz von Pestiziden in der Stadt doch geringer sein als in der Landwirtschaft. So, also man kann sich also theoretisch herleiten, die Stadt ist eigentlich gar nicht so schlecht für Insekten, aber ist es auch wirklich so? Und da gibt es tatsächlich auch Studien dazu. Ich habe jetzt mal eher so neuere hier mal aufgeführt. Das heißt, Sie sehen oben von 2018 wurde festgestellt, Hummeln können sich in Städten tatsächlich besser fortpflanzen als auf dem Land.
Man hat festgestellt, dass der Honigertrag in den Städten teilweise doppelt so hoch ist wie in auf dem Land, also dass da also viel mehr inzwischen Honig in Bienenstöcken produziert wird als an landwirtschaftlich geprägten Flächen. Und man hat auch festgestellt, Herr Reichholf, ein ganz bekannter Biologe und Ökologe, dass es also mehr Schmetterlingsarten in Städten gibt, in dem Fall in München, als auch in ländlich geprägten Regionen. So, das heißt also, die Städte sind also ein ganz interessanter Lebensraum für Insekten, und deshalb haben der BUND und der NABU Stuttgart sich auch gefragt, was können wir denn hier tun, wie können wir dazu beitragen, die Situation noch weiter zu verbessern. Und ich will Sie jetzt da nicht mit Details langweilen, aber wir haben dann uns zusammengesetzt, zusammen noch mit Spezialisten für Botanik und mit einem Wildbienenspezialisten, und haben dann uns ein paar Mal getroffen und haben dann zusammen ein detailliertes Papier hervorgebracht. Wir haben hier mal nur die Überschriften, dass wir also der Stadt gesagt haben, ihr sollt euer Maatregime, also so wie ihr die Flächen, die es an Straßen oder in Wiesen so in Stuttgart gibt, sollten vielleicht anders gemäht werden. Und wir haben da auch unterschieden, wie Sie hier sehen, zwischen nährstoffreichen Standorten, nährstoffreiche Blühflächen am Straßenrand, nährstoffarme Standorte, Böschungen und so weiter, und haben da also der Stadt verhältnismäßig konkrete Vorschläge gemacht. Das Amt für Umweltschutz war dann auch noch involviert und haben das also mit dem Gartenfriedhofs- und Forstamt der Stadt Stuttgart besprochen, und es ging dann so ein bisschen hin und her, und sie bemühen sich jetzt schon, die Ämter das jetzt besser zu machen. Und Sie sehen jetzt hier ein Beispiel. Im Ende letzten Jahres, war es glaube ich November, Dezember, wurde mir hier von einem entsprechenden Amt hier die Pflegearbeiten für den Bezirk Neckar vorgestellt. Und Sie sehen hier an der Karte, dass hier doch verhältnismäßig detaillierte Vorschriften jetzt schon gemacht werden, den Personen, die da jetzt mähen, dass sie da bestimmte Sachen berücksichtigen, stehen lassen sollen und wo sie da drum rumfahren sollen und was sie auf keinen Fall ummähen dürfen und so weiter und in welchen Abständen sie das mähen dürfen. Das wird jetzt also bezirksweise doch tatsächlich so ein bisschen umgesetzt, sodass wir hier schon gewisse, sage ich mal, kleine Erfolge zeitigen konnten. Unser Ziel wäre es, dass solche Dinge nicht mehr fremd vergeben werden, wie das im Augenblick noch der Fall ist, dass also Firmen, Fremdfirmen hier nach Stuttgart kommen und dann sich auf den Aufsitzrasenmäher setzen und die anfangen zu mähen, sondern dass da ein Team gebildet wird von der Stadtverwaltung aus, die das dann zumindest überwachen, so ein ökologischer Pflegetrupp. Und das hat es leider beim letzten Haushalt jetzt nicht geschafft, bewilligt zu werden, aber es wird jetzt beim nächsten nochmal beantragt werden, sodass es da vielleicht auch weitere Verbesserungen gibt. So, jetzt will ich nochmal zum Thema des heutigen Abends eigentlich nochmal ein bisschen genau überleiten, nochmal konkreter überleiten. Ich hatte bis jetzt von der Stadt gesprochen als Lebensraum. Wie sieht es denn tatsächlich mit unseren Gärten aus? Und auch das wird erforscht. 2018 kam also eine Studie heraus, die festgestellt hat, also auch voneinander räumlich getrennte Gärten tragen tatsächlich selbst bei flugunfähigen Insekten, die da praktisch rüberkrabbeln müssen, zum Erhalt der Biodiversität bei, was man vorher eigentlich nicht so gedacht hat. Das passiert also, wenn eine Voraussetzung gegeben ist, nämlich wenn sie reich strukturiert sind. Also wenn Gärten verschiedene Strukturen aufweisen, dann sind sie ein guter Lebensraum, selbst für flugunfähige Insekten, die sich dann trotzdem irgendwie über Straßen hinweg oder von einem Garten zum anderen dort auch verbreiten können. Und als letztes will ich Ihnen noch eine ganz neue Veröffentlichung vorstellen. Sie sehen oben, die ist am Ende Januar 2021 veröffentlicht worden. Und da ging es jetzt um Städte, wurden untersucht, allerdings in England. Da kann man aber sagen, das kann man, denke ich, schon auch teilweise auf Deutschland übertragen. Und die haben wir zunächst mal festgestellt, dass also in den von Ihnen untersuchten Städten ein Drittel der Fläche tatsächlich von Privatgärten besetzt sind. Das ist also ein verhältnismäßig hoher, ich hatte vorher auch schon gesagt, die Gärten nehmen so viel Fläche in Anspruch wie die ganzen Naturschutzgebiete in Deutschland, wahrscheinlich sogar mehr. Also in diesen Städten war ein Drittel der Fläche tatsächlich waren Privatgärten, und sie waren tatsächlich sehr überrascht, die Forscher, da sie dann festgestellt haben, dass tatsächlich 85% des in den Städten produzierten Nektars aus diesen Privatgärten kommt.
und zwar dann auch verteilt auf eine Vielzahl verschiedener Pflanzenarten. Wir haben letztes Mal gelernt, dass es allerdings bei den blühenden Pflanzen nicht nur auf den Nektar ankommt, das ist ja praktisch das Flugbenzin für die erwachsenen Insekten, sondern auch, es kommt auch auf den Pollen an, der die Nahrung bei den Wildbienen ja für den Nachwuchs darstellt. Aber trotzdem, hier haben sie nun mal jetzt nur den Nektar untersucht, aber dass 85% des Nektars tatsächlich aus den Gärten kommt und nicht aus den Parks, nicht aus den Wiesen, die irgendwie am Straßenrand sind, sondern tatsächlich aus den Privatgärten, das war schon eine ganz interessante Feststellung. Und das heißt also, die Gartengestaltung spielt eine entscheidende Rolle für den Insektenschutz in den Gärten. Und damit sind wir jetzt, bin ich jetzt beim Thema quasi, was können wir tun? Unser Ziel sollte also sein, dass wir nicht diese sogenannten Gärten des Grauens hier promoten oder da in den Vorgärten hier nur Kiesel auslegen. Und auch, wir brauchen eigentlich ehrlich gesagt auch keine durch Mähroboter getrimmte kurze Rasen, sondern was wir brauchen, sind tatsächlich blühende Gärten und Balkone. Und da wird uns jetzt die Johanna zeigen und sagen, wie das umzusetzen ist. Soweit, vielen Dank für bis hierhin mal. Ich gebe den Bildschirm mal an der Stelle frei. Vielen Dank, Stefan. Das war gut, auch nochmal so auf die Relevanz einzugehen und damit ja auch so ein bisschen auf die Verantwortung, die wir da alle tragen, wenn es ums Thema Insektenschutz geht. Genau, wie schon gesagt, ist das der Start zum Hauptteil und wir freuen uns, dass Johanna Runau dabei ist und uns hoffentlich viel Wissenswertes rund um das Thema insektenfreundliches Gärtnern mitgibt. Johanna ist nicht nur Geschäftsführerin beim BUND Stuttgart, sondern auch gelernte Gärtnermeisterin. Das heißt, wir können da auf viel Erfahrung und Expertise zurückgreifen. Johanna, bitte. Ja, danke schön. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich freue mich natürlich sehr, dass so viele Leute jetzt heute sich zugeschaltet haben und Interesse haben, tatsächlich auch diesen ganz besonderen Lebensraum Stadt und den Lebensraum Garten und Balkon zu nutzen, um einfach was beizutragen, dass wir die Insektenvielfalt wieder fördern können. Genau, Janina hatte mich schon kurz vorgestellt. Ich möchte das noch ein bisschen ergänzen. Ich bin gelernte Gärtnermeisterin. Ich habe in der Fachrichtung Staudengärtnerei sowohl meine Ausbildung gemacht als auch die Meisterausbildung und habe meine Ausbildung in einer Wildpflanzengärtnerei und im klassischen Staudenbetrieb gemacht. Das heißt, ich habe schon von Beginn an meiner Ausbildung doch auch ein Herz für Wildpflanzen gehabt, habe dann nach der Ausbildung fast 10 Jahre, gute 9 Jahre im Botanischen Garten gearbeitet, auch da sehr viel mit Wildpflanzen gearbeitet. Und da möchte ich aus diesem Erfahrungsschatz Ihnen heute Abend einige Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Ich bin jetzt seit fast 1,5 Jahren beim BUND. Erst war ich ehrenamtlich tätig und habe jetzt seit letztem Dezember die Geschäftsführung des Kreisverbandes übernommen. Allerdings nur in Teilzeit und wenn ich nicht für den BUND unterwegs bin, dann vertiefe ich noch mein Wissen im Bereich Naturschutz und studiere Landschaftsplanung und Naturschutz. Das heißt, ich kann auch da mein Wissen, was ich mit den Wildpflanzen im gärtnerischen Bereich schon bekommen habe, noch weiter verknüpfen mit diesem ganz wichtigen Naturschutzaspekt. Damit das heute Abend nicht ganz so einseitig wird, haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet, die Thea jetzt gleich einspielen wird. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie alle teilnehmen und da ein bisschen was preisgeben, damit wir auch ein bisschen wissen, wer auf der anderen Seite vom Bildschirm sitzt. Das ist doch in diesen Zeiten auch immer ganz schön. Genau, wir warten jetzt einfach kurz 2-3 Minuten. Bis alle die Umfrage bearbeitet haben. Und dann schauen wir da nochmal gemeinsam drauf. Ich denke, das ist für alle ganz spannend, auch zu erfahren, wer wo sitzt und so weiter und so fort. Genau. Also 90% haben schon die erste Frage abgestimmt.
Ich würde sagen, genau, wunderbar. Dann kommt die nächste Frage. Können Sie jetzt gerade, oder Janina, kannst du eine kurze Rückmeldung geben? Kann man die Umfrageergebnisse schon sehen? Ich habe gerade kurz die Umfrageergebnisse gesehen und jetzt ist es zur nächsten Frage übergegangen. Okay, alles klar. Oh, diese Umfrage, diese, das sollte noch nicht kommen, die Frage, Thea. Genau, jetzt Entschuldigung, bitte. Ja, kein Problem, kein Problem. Das ist der Lauf der Dinge. Jetzt haben wir, glaube ich, die richtige Umfrage hier. Genau, das ist jetzt ganz toll, wenn Sie da jetzt uns mitteilen könnten, genau, von wo Sie gerade zuhören, ob Sie aus Stuttgart sind oder aus der Umgebung. Und wer jetzt nicht aus Stuttgart ist, darf gerne auch in den Chat reinschreiben, wo er gerade sitzt. Das ist natürlich auch immer spannend, dann zu erfahren. Wow, ich sehe sogar, wir haben Leute aus einem anderen Bundesland. Das ist natürlich grandios. Und ich sehe auch, Erfahrung im Gärtnern ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen vorhanden. Wir haben auch zwei Profis dabei, das freut mich natürlich auch sehr. Und wer noch nicht Profi ist, kann natürlich auch gerne Profi werden. Erster Schritt ist der Vortrag heute. Und ich sehe auch tatsächlich, dass ein Großteil der Leute, die heute da sind, einen eigenen Garten haben oder auch einen Balkon haben. Also das ist auch sehr erfreulich. Genau, also ich würde sagen, ein Großteil hat jetzt abgestimmt. Dann zeigen wir einmal noch kurz. Jetzt müsste auch jeder die Umfrageergebnisse sich kurz anschauen können. Im Chat kommen schon die ersten Rückmeldungen noch. Sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall zu sehen, zu lesen, dass auf der anderen Seite vom Bildschirm auch jemand sitzt. Wunderbar. Gut, dann würde ich jetzt mal weitermachen. Also mein Vortrag ist folgendermaßen aufgebaut. Es gibt eine kleine Einführung. Dann im Teil 1 gibt es sehr praxisnahe Tipps und Tricks zum Gärtnern an sich. Danach machen wir eine kurze Pause von 5 Minuten. Da kann sich jeder noch mal was zu trinken holen, durchschnaufen. Nach den vielen Informationen im Teil 2 werde ich einige insektenfreundliche Pflanzen näher vorstellen. Und dann gibt es auch noch ein bisschen Inspirationen, die motivieren sollen, da selber einzusteigen, auch in das Thema. Und natürlich ganz wichtig, weiterführende Informationen. Also wo bekommt man die Pflanzen? Wo kann man sich noch weiter informieren? Wo kann man sich noch einlesen? Weil das heute ist wirklich nur so ein erster kleiner Einblick, den ich da geben werde. Genau. Und auch Raum für Fragen wird sein. Wie ganz am Anfang Janina auch schon gesagt hat, Sie können die Fragen in den Chat schreiben und das wird dann nachher im Anschluss moderiert. Und die Veranstaltung wird ja auch aufgezeichnet. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht alles gleich mitbekommen, können Sie es in Ruhe nochmal anschauen, auch hinterher. Und auch auf unserer Webseite wird es noch eine PDF-Datei geben, die man sich runterladen kann, wo auch nochmal alle Bezugsquellen und alle Informationsquellen genannt sind. Also da werden Sie ausreichend versorgt. So, zu Beginn machen wir jetzt zusammen einen kleinen Ausflug. Ich würde Sie jetzt bitten, sich einfach mal in die Stimmung von so einem Nachmittag, von so einem sonnigen Nachmittag im Mai zu versetzen.
Heute war es ja auch richtig schön sonnig und warm. Und wer heute schon draußen war, dem wird es vielleicht auch leichter fallen, sich einfach nochmal so diese Wärme von der Sonne zu vergegenwärtigen, wie heute war. Und dann einfach noch sich gedanklich vorzustellen, sind wir noch 2 Monate weiter im Mai, wo alles schon ordentlich grünt und blüht. Und wenn wir uns alle, man kann auch kurz da die Augen einmal schließen, wir sind ja Gott sei Dank alleine, niemand sieht uns, dann ist es auch nicht komisch, das zu machen, um sich da kurz einfach in dieses Gefühl von einem sonnigen Mai-Nachmittag zu versetzen. Und wenn wir das Gefühl so richtig verinnerlicht haben, dann starten wir zusammen zu unserem Ausflug, denn dieses kleine Mädchen, was Sie hier sehen auf dem Foto, hat uns eingeladen. Es möchte uns ein paar ganz besondere Dinge zeigen heute. Und wir stehen jetzt vor einem Gartentor. Rechts und links von dem Gartentor ist eine Hecke aus Schlehen und Wildrosen und Haselnüssen und alles, was man sich so denken kann an Wildhecken, Sträuchern. Wir gehen durch das Tor, gehen auf die Haustür zu, durch den Vorgarten und klingeln an der Tür. Und die Tür öffnet sich und das kleine Mädchen guckt da ganz frech um die Ecke. Es ist ein bisschen schüchtern am Anfang, aber da sie ja irgendwie auch dort in dem Ort in ihrem Element ist und da ihr Garten ihr Reich ist, wo sie jeden Tag spielt und sich aufhält, schaut sie auch ganz schnell auf und fängt an, uns die ersten Dinge zu zeigen, zum Beispiel die Blutjohannisbeere direkt neben der Eingangstür, die ganz toll duftet, wenn man über die Blätter reibt. Und dann flitzt sie die Treppe, die zur Haustür hochgeht, flitzt sie runter und zeigt uns den großen Stein, der da neben der Treppe liegt und sagt, dass es der Ameisenstein ist, um den sie aber meistens einen großen Bogen macht, weil wo sie noch kleiner war, hatte sie den mal angehoben und war übervoll mit Ameisen. Und das ist, wer das schon mal erlebt hat, ist wahrlich kein schönes Gefühl. Deswegen empfiehlt sie uns auch, da immer einen großen Bogen drum zu machen. Und dann geht es weiter durch den Vorgarten. Wir kommen vorbei an Beeten mit Fingerhut und ganz vielen anderen Stauden. Und zum Fingerhut erklärt sie uns auch noch, dass der giftig ist und dass man mit dem nicht spielen darf und dass man da auch nicht seine Finger reinstecken darf, aber dass Hummeln den auch sehr mögen und sie beobachtet auch ganz gerne, wie die Hummeln da in diesen rosanen Blüten immer drin verschwinden. Dann brummt es kräftig und dann kommen sie irgendwann wieder raus und fliegen weiter zur nächsten Blüte. Und dann gehen wir hier diesen Weg entlang, den man auch auf dem Foto sieht und man sieht oben auch so ein bisschen angedeutet, da ist so ein Bogen. Und da wächst Waldgeistblatt, was auch ganz herrlich duftet. Und wir gehen diesen Weg entlang am Haus runter und kommen jetzt von dem Vorgarten in den Hauptgartenteil. Das ist alles leicht am Hang. Das heißt, wir laufen den Weg leicht abschüssig am Haus entlang runter, kommen vorbei an großen Lavendelbüschen, die im Sommer auch übervoll sind mit Schmetterlingen und Bienen und Hummeln und alles, was man sich vorstellen kann. Und an der Rückseite von dem Haus ist die ganze Wand überrankt von einer großen Blätterrose. Und dann geht es eine Treppe noch ein bisschen weiter runter in den Garten, vorbei an Wildrosenbüschen. Auch die sind übervoll mit Insekten, wenn sie blühen. Wir kommen am Gemüsegarten vorbei. Und dann geht es zum Teich. Und das ist auch schon einer der ersten Punkte, wo das kleine Mädchen uns noch wieder was ganz Spannendes zeigen will. Und zwar erzählt sie, dass da eigentlich jedes Jahr ganz viel Kaulquappen in dem Teich sind, die dann zu Fröschen heranwachsen und es ein ganz tolles Froschkonzert gibt im Sommer. Und sie lädt uns ein, da auch mal näher ranzutreten an den Teich. Und wie wir vorsichtig an das Wasser rantreten, steigt uns ein ganz angenehmer, frischer Duft in die Nase, weil alles zugewachsen ist mit Wasserminze, Libellen schwirren vorbei und tatsächlich auch einige Kaulquappen sind schon zu sehen, die da durch Wasser wuseln. Der Grund, warum wir aber eingeladen worden sind zu diesem Ausflug, der verbirgt sich ganz am Ende vom Garten und da soll es jetzt hingehen. Der Garten geht noch weiter, ein bisschen abschüssig runter und wir laufen durch eine Wiese, die voll ist mit Margeriten und Storchenschnabel und Salbei und vielen verschiedenen Gräsern. Große Obstbäume stehen da drin, Zwetschgenbäume und Apfelbäume. Und so laufen wir durch diese Wiese, wo nur so einzelne Wege reingemäht sind, dass man eben laufen kann, bis zum Ende des Gartens.
Und das ist für das kleine Mädchen manchmal schon recht gruselig, weil der Garten doch recht groß ist. Aber es lohnt sich wirklich, bis zu diesem Ende zu laufen, wo es alles ein bisschen wilder ist, weil da ist alles vollgewachsen mit Brennnesseln. Und tatsächlich, voller Freude, jauchzt das Mädchen auf und zeigt auf die Brennnesseln, die übervoll sind mit schwarzen Raupen. Und sie erklärt, dass das Tagfrauenaugenraupen sind. Und das Einzige, was wir jetzt von ihr noch hören, ist, dass sie ganz schnell zurückflitzen muss, um sich ein Glas zu holen, um ein paar von diesen Raupen da einzusammeln und zu beobachten, wie sie sich verwandeln von der Raupe in einen Schmetterling. Und das ist das Letzte, was wir noch hören. Und das Gras ist so hoch, dass sie ganz schnell dahinter verschwindet und wir sie schon nicht mehr sehen. So, und wir begeben uns jetzt wieder zurück, wo auch immer wir gerade sitzen. Ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer. Sie sitzen vielleicht auch im Arbeitszimmer oder im Wohnzimmer. Und wir kommen mal wieder zurück und lassen das kurz Revue passieren. Diese Vielfalt, die wir da sehen durften in dem Garten. Und da ist es jetzt tatsächlich so, ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal so einen Garten gesehen haben. Bei mir ist das sehr, sehr lange her. Und Thea, da könntest du jetzt noch mal kurz, wenn das möglich ist, die eine Umfrage einspielen, die wir am Anfang schon mal ganz kurz hatten. Dann klärt sich da jetzt auch das Rätsel dieser Frage. Genau, wunderbar. Das würde mich freuen, wenn Sie da jetzt noch mal eingeben, wann Sie in so einem Garten waren, ob Sie vielleicht sogar da aufgewachsen sind oder noch toller so einen Garten selber haben. Ja, wunderbar. Also, da sehen wir, die meisten haben das geantwortet, was ich auch geantwortet habe, dass es sehr lange her ist. Tatsächlicherweise haben wir auch ein paar Leute, die sagen, sie sind in so einem Garten aufgewachsen oder kennen auch so einen Garten. Das freut natürlich umso mehr. Ich möchte das Rätsel jetzt auflösen. Ich habe tatsächlich gerade auch im Chat gesehen, wo denn die Bilder sind. Ja, ich hätte Ihnen gerne Bilder gezeigt. Ich habe leider nur dieses eine Foto, deswegen ist das stellvertretend jetzt hier. Und es war tatsächlich keine Fantasiereise, sondern es war eine Reise zurück in die Vergangenheit. Und zwar ist dieses kleine Mädchen, was Sie hier auf dem Foto sehen, das bin ich vor etwa 25 bis 27 Jahren und der Garten, in den ich Sie da jetzt mitgenommen habe, das ist der Garten, in dem ich aufgewachsen bin. Da gibt es, wie ich finde, eine Besonderheit. Und zwar, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man von so einem Garten hört, dann vermutet man, dass es in einer sehr abgelegenen Gegend sein muss, wo viel Natur außenrum ist. Die wenigsten wissen es sicherlich, wo ich aufgewachsen bin. Ich will es Ihnen verraten, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, in einem der größten Ballungsgebiete in Deutschland. Und das ist was, was mir immer wieder sehr zu denken gibt, dass in einem der größten Ballungsgebieten in Deutschland so ein Garten vorhanden war, es tatsächlich möglich war, dass ich jeden Sommer Tagfrauenaugen im eigenen Garten beobachten konnte, die Raupen, wie sie die Brennnesseln abfressen, wie sie sich verpuppen, wie sie schlüpfen. Und das ist eins der Anliegen, warum wir jetzt heute auch hier sind, denke ich. Weil zum einen ist mir ein Anliegen, ist, dass wir wieder mehr Lebensräume schaffen für Insekten. Und zum anderen ist mir auch ein Herzensanliegen, ist, dass es wieder möglich ist, dass kleine Kinder die Natur so erfahren und begreifen können, dass es in Ordnung ist, Raupen in einem Glas mitzunehmen nach Hause, um zu beobachten, wie das aussieht, wenn ein Schmetterling sich verpuppt und wie das aussieht, wenn ein Schmetterling schlüpft. Und das ist eben nur möglich, wenn wir mehr Lebensräume schaffen. Ja, warum insektenfreundlich Gärtnern?
Also ich denke, da hat Stefan am Anfang ja auch einiges schon gesagt und auch der Vortrag von vor 2 Wochen, wenn Sie den gerne auch nochmal anschauen wollen, der ist ja auch online noch verfügbar. Da wird es viele theoretische Gründe da zu finden geben, warum das wichtig ist, insektenfreundlich zu gärtnern. In einem Wort kann man es einfach sagen, Vielfalt erhalten. Die Vielfalt von Insekten zu erhalten, die es noch gibt, muss man sagen. Was macht einen insektenfreundlichen Garten aus? Auch da Vielfalt. Wir haben auch schon den Begriff Strukturvielfalt vorhin gehört. Lebensräume zu schaffen, die verschiedensten Lebensräume zu schaffen in einem Garten oder auch auf dem Balkon. Also es ist auch auf dem Balkon möglich. Und vor allem eine Vielfalt von Nahrungsgrundlagen zu schaffen. Auch das ist ganz wichtig. Und wie man das doch recht einfach umsetzen kann, darum soll es jetzt heute Abend eben auch gehen. So das große Überthema für mich ist beim insektenfreundlichen Gärtnern einfach immer grünes Paradies versus Wüste. Das, was wir so für gewöhnlich sehen in Vorgärten, Rasen mit ein paar Gehölzen, das ist aus Insektensicht absolute Wüste. Das heißt, das, was wir versuchen sollten zu schaffen, sind grüne Paradiese, was letztlich auch gar nicht so schwer ist. Insektenfreundlich zu gärtnern heißt auch immer ökologisch zu gärtnern. Am Ende des Vortrags, denke ich, werden Sie wissen, warum. Und ökologisch zu gärtnern heißt auch immer nachhaltig zu gärtnern. Das heißt, auch dem Thema Klimawandel wird da Genüge getan, wenn wir insektenfreundlich gärtnern. Das heißt, wir können da viele Themen auf einmal doch sehr gut behandeln. So, und jetzt gehen wir dann auch schon mal richtig rein in die Praxis. Einer der wichtigsten Punkte, wie ich finde, ist, erstmal zu schauen, was habe ich für einen Standort. Ich habe Ihnen jetzt hier heute Mittag noch ein Foto gemacht von meinem eigenen Balkon. Und ich finde, der verdeutlicht einen Punkt sehr gut. Und zwar, den habe ich jetzt hier als letztes, aber ich möchte ihn jetzt doch heute als erstes nennen, und zwar das Kleinklima. Es war heute ein sehr sonniger Tag, der eigentlich auch sehr warm war. Mein Balkon ist aber tatsächlicherweise nur morgens von Sonne beschienen. Das heißt, ich habe ab dem Mittag Schatten. Und auf meinem Balkon ist es deutlich kälter und immer leicht windig, weil der einfach ein bisschen weiter oben ist. Und gleichzeitig sieht man aber auch im Hintergrund, die Häuser stehen nicht so sehr dicht. Es gibt andere Gärten. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, einfach da zu vernetzen. Und ich habe tatsächlich auch, ich wohne jetzt seit einem Jahr hier, im letzten Sommer einige Wildbienen zum Beispiel auch bei mir beobachten können auf dem Balkon. Also das ist eben der erste Punkt. Einfach mal zu gucken, ist es sonnig oder schattig? Dann, wenn man einen Garten hat, einfach zu schauen, was habe ich für einen Boden? Ist der schon nährstoffreich? Ist der eher neutral oder ist der mager? Ist der sauer oder basisch? Ist der Boden per se trocken oder feucht? Und dann auch ganz entscheidend, habe ich viel oder wenig Niederschläge? Gerade bei einem Balkon, auch wenn man eine Überdachung hat auf dem Balkon, das heißt, wenn es regnet, bekomme ich keine Niederschläge. Das entsprechend muss mehr gegossen werden. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, und zwar die Pflanzenauswahl sollte immer angepasst werden an den Standort. Das heißt, wenn Sie jetzt feststellen, Sie haben einen super trockenen Standort, also einen Garten, der nach Süden ausgerichtet ist, wo einfach nicht viel Feuchtigkeit von selbst aus dem Boden kommt und es gibt nicht viel Niederschläge, dann sollten Sie die Pflanzen entsprechend auswählen, dass Sie Pflanzen wählen, die gut an Trockenheit angepasst sind. Im Umkehrschluss jetzt zum Beispiel auf einem Balkon, so wie bei mir. Ich habe einen Teil, der ist überdacht und einen Teil, der ist nicht überdacht. Auf dem Teil, der nicht überdacht ist, kann ich natürlich gut Pflanzen setzen, die auch ein bisschen mehr Feuchtigkeit brauchen, weil da regnet es hin. Bei dem Teil, der überdacht ist, sollte ich Pflanzen hin tun, die eher an die Trockenheit angepasst sind, sonst muss ich häufig gießen. Also das ist auch auf jeden Fall zu beachten. Dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch vor 2 Wochen in dem Vortrag immer wieder auch angeklungen ist, auf heimische Pflanzen achten. Weil nur heimische Pflanzen sind insektenfreundlich für die Insekten, die wir hier haben. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich das zu vergegenwärtigen. Die Insektenarten, die hier vorkommen, die sind auf Pflanzenarten angepasst, die es hier gibt. Das heißt, wenn wir diese Pflanzen nicht anbieten, dann bieten wir auch keine Nahrungsgrundlage an. Jetzt eingangs aus der Geschichte oder aus dem Ausflug, wo ich Sie mit hingenommen habe, das Tagfrauenauge.
die Raupen fressen nur Brennnessel. Das heißt, das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wirklich die Pflanzen anzubieten, die die Insekten brauchen, die hier bei uns heimisch sind. Dann, sie tun sich selbst auch einen Gefallen, wenn sie mehrjährige Pflanzen wählen. Das ist deutlich weniger Arbeitsaufwand, weil die einfach jedes Jahr wiederkommen, also auch Stauden genannt. Und dann auch eine gute Möglichkeit, einfach Pflanzen zu wählen, die sich selbst aussäen. Auch das erleichtert die Arbeit. Und das eine bedingt das andere. Wenn man heimische Pflanzen wählt, sind sie meistens auch winterhart, weil einfach unsere Winter doch relativ kalt sind. Und was gut und wichtig ist, ist ein ganzjähriges Angebot für Insekten. Das heißt, möglichst darauf achten, auch Frühjahrsblüher zu integrieren. Geht auch auf dem Balkon bis hin zu Herbstblühern und dann auch eben im Winter die Pflanzenstängel stehen zu lassen, auch wenn sie braun sind, um Überwinterungsmöglichkeiten anzubieten. Hier habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht. Ich habe eine Zeit lang in Rheinland-Pfalz gelebt, in einer Gegend, wo es sehr wenig Niederschläge hat. Und ich hatte einen Dachbalkon, sehr heiß, sehr wenig Niederschläge. Wenn ich da jetzt versucht hätte, Pflanzen zu setzen, die viel Wasser brauchen, ich wäre mit dem Gießen nicht hinterhergekommen. Also habe ich hier einen kleinen Mini-Dachgarten angelegt, das ist etwa 12 Jahre her, mit Pflanzen, die tatsächlich mit dem auskommen, was am Niederschlag so von selbst fällt. Und dadurch war das auch sehr pflegearm. Und man sieht tatsächlich ja auch die eine kleine Hauswurzel sogar schon, also auch mit Angebot für Insekten. Also auch das ist möglich auf kleinem Raum. Thema Substrate. Was da ganz, also das bezieht sich jetzt eher darauf, wenn man auf dem Balkon gärtnert. Wenn man im Garten gärtnert, hat man ja den Boden einfach zur Verfügung. Was bei Substraten sehr wichtig ist, dass die auf jeden Fall torffrei sind. Also auch nicht irgendwie Torf reduziert oder torfarm, sondern torffrei. Das sind zwei ganz wichtige Punkte, die dahinter stehen. Und zum einen geht es um den Lebensraum Moor an sich, der ein ganz wertvoller Lebensraum ist und sehr bedroht ist. Die Moorflächen werden immer kleiner, eben weil viel Torf abgebaut wird, weil entwässert wird, um Landwirtschaft zu betreiben. Und das sollte man dann nicht noch befeuern, indem man Torfsubstrate kauft, und denn es ist auch so, dass das Torf oder das Moor an sich ein wahnsinnig großer CO2-Speicher ist. Und je mehr Torf eben abgebaut wird, umso mehr von diesem CO2 wird freigesetzt. Ich habe Ihnen hier mal ein Foto gemacht von der Erde, die ich verwende. Die ist von Kleeschulte. Die ist torffrei, die funktioniert hervorragend, die funktioniert auch tatsächlich für Zimmerpflanzen, also die kann ich empfehlen. Die erfüllt auch das zweite Kriterium, dass das Substrat möglichst aus Bio-Anbau kommen sollte, beziehungsweise ein Bio-Zertifikat haben sollte. Substrat wird ja nicht angebaut, weil dann da einfach keine Pestizidrückstände drin sind und keine Mineraldünger drin enthalten sind. Dritter Punkt, regional. Ich habe es mal mit Fragezeichen aufgeschrieben. Da es tatsächlich so ist, das wäre natürlich optimal. Also torffrei, bio und regional, aber ich sage es Ihnen, wie es ist. Ich habe es noch nicht gesehen, regionales Substrat hier in der Gegend. Deswegen auch mein Aufruf an Sie, falls Sie das irgendwo sehen, würde ich mich riesig freuen, wenn Sie uns einfach eine Nachricht zukommen lassen, weil das wäre natürlich toll, wenn wir auch wüssten, ob es hier in der Gegend regionale Substrate zu kaufen gibt. Genau. Jetzt ein Wort zur Düngung. Es ist tatsächlicherweise so, wenn man mit Wildpflanzen arbeitet, ist fast keine zusätzliche Düngung notwendig, da über die Luft sehr viel Stickstoff eingetragen wird, vor allen Dingen, wenn man in Gegenden auch wohnt, wo Landwirtschaft in der Nähe ist. Wenn man jetzt Gemüse auch anbauen will, ist es ein bisschen anders, weil die einfach deutlich mehr Energie ja auch brauchen für die Fruchtausbildung. Aber wenn man jetzt rein mit Wildpflanzen arbeitet, dann ist eigentlich genug im Boden und genug in der Luft. Also da gibt es wirklich selten nur Fälle, wo es notwendig ist, großflächig zu düngen. Wenn man ein bisschen was machen will, ist organische Düngung auf jeden Fall immer vorzuziehen, da mineralischer Dünger zum einen sehr energieaufwendig in der Herstellung ist
und auch einen Eingriff in den natürlichen Stickstoffkreislauf bedeutet. Und im Biolandbau wird ja auch nicht mineralisch gedüngt. Organisch kann man düngen, zum Beispiel mit Kompost. Und wenn man sehr feine Erde haben will, geht das hervorragend, wenn man Laub kompostiert. Wer jetzt keinen eigenen Garten hat, sondern nur einen Balkon, muss auch nicht auf seinen Kompost verzichten. Es gibt die Möglichkeit, mit einer Wurmkiste auf kleinem Raum auch selber Kompost zu produzieren. Regenwurmkot ist nämlich auch ganz hervorragender Dünger. Und wie man eine Wurmkiste baut und so weiter und so fort, da gibt es ganz viel Informationsmaterial auch im Internet. Da finden Sie dann bei den weiterführenden Informationen auch Hinweise noch. Und was mir immer ein ganz wichtiger Punkt ist, gute Pflanzenernährung ist vorbeugender Pflanzenschutz. Und das ist letztlich wie bei uns selber auch. Wenn wir gut ernährt sind, dann geht es uns gut, dann bekommen wir weniger Krankheiten oder sind widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten. Und das gilt bei Pflanzen ganz genauso. Das heißt, wenn man da schon anfängt, vom Standort über die Pflanzenauswahl und die Düngung beziehungsweise über die, sag ich mal, gute Pflanzenversorgung, weil Düngung nicht unbedingt immer notwendig ist, dann ist das schon gut vorgebeugt. Und dann sind wir auch schon beim Thema Pflanzenschutz. Hilfe zur Selbsthilfe, also in Ruhe lassen, ist wirklich das Mittel der Wahl, weil es tatsächlicherweise so ist, dass wenn man jetzt auf dem Balkon oder im Garten Pflanzen hat, vieles sich selbst reguliert. Da zeige ich auch gleich noch zwei Bilder dazu. Ansonsten kann man ganz hervorragend auch mit Stärkung arbeiten. Ich schwöre auf die Mittel von Biplantol. Damit funktionieren auch meine Zimmerpflanzen gut, aber auch auf dem Balkon. Letztes Jahr konnte ich da manche Pflanzen, die so ein bisschen Startschwierigkeiten hatten, einfach noch so ein bisschen stärkend unterstützen. Wenn man Pflanzenschutz machen möchte, dann biologisch, wenn überhaupt, eben. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ist homöopathisch zu arbeiten. Auch da gibt es ein Buch, was ich Ihnen im abschließenden Teil noch kurz vorstellen werde. Wenn Sie im Innenraum, also bei Zimmerpflanzen, irgendwelche Schädlinge haben, kann man auch ganz toll mit Nützlingen arbeiten. Hier diese zwei Fotos habe ich auch selber gemacht. Links sieht man parasitierte Blattläuse und an der obersten Spitze von dem Blatt sieht man auch eine Florfliegenlarve. Das sind die Schlupfwespe und die Florfliege. Das sind beides sogenannte Nützlinge, die eben Blattläuse fressen. Und es ist so, dass sich das auch im Garten oder auf dem Balkon von selbst einstellen kann, wenn man Läuse hat. Und rechts auf dem Bild sehen wir eine Marienkäferlarve und Marienkäferpuppen. Auch die fressen Blattläuse und das ist eben das, was ich meine mit in Ruhe lassen. Das reguliert sich dann zum Teil tatsächlich einfach von selbst. Ja, Bewässerung, da hatte ich eingangs ja auch schon was gesagt. Wenn man seinen Standort, den man hat, also den Balkon oder den Garten, einfach ein bisschen beobachtet und da auch so ein bisschen anpasst, dann ist das schon ideal, weil das Beste wäre natürlich, gar nicht zusätzlich bewässern zu müssen. So, für einen selber, weil man einfach auch deutlich Aufwand hat im Sommer mit Bewässerung, aber auch insgesamt, da wir ja meistens dann doch mit Trinkwasser gießen und das einfach nicht so das Ideal ist. Faustregel als Gärtner heißt immer beim Gießen so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Das ist natürlich letztlich eine total ungenaue Angabe, aber auch da einfach mal so mein Appell irgendwie, einfach auch ein bisschen ausprobieren, wie viel braucht denn die Pflanze wirklich? Also man gießt oft mehr, als die Pflanze braucht. Und da kann man so ein bisschen rumprobieren und einfach mal beobachten, mit wie viel kommt denn die Pflanze vielleicht aus? Brauche ich vielleicht gar nicht so viel gießen? Also da sind Pflanzen doch sehr dankbare Lebewesen, dass die einem das nicht übel nehmen, wenn man da so ein bisschen mal einfach schaut, wo ist die Grenze? Das kann man ganz gut ausloten. Ideal ist natürlich mit Regenwasser zu gießen, das kann man auffangen von Dachflächen in einer Regentonne. Man kann aber auch Brauchwasser nutzen, also wenn man zum Beispiel Kartoffeln oder Gemüse wäscht, kann man das hinterher auch zum Gießen benutzen oder wenn man so eine Frostbeule ist wie ich. Ich habe abends oft eine Wärmflasche, das Wasser muss ich ja auch nicht einfach in Ausguss kippen, das kann ich auch zum Pflanzengießen dann nochmal benutzen. Also da
gibt es vielfältige Möglichkeiten. Wichtig ist halt immer, dass das seifen- und salzfrei ist, weil das die Pflanzen nicht gut vertragen würden sonst. Wer jetzt jemanden zum Beispiel zu Hause hat, der noch nicht so fürs Gärtnern zu begeistern ist oder selber denkt, ach, ich weiß nicht, ob Gärtnern was für mich ist, der kann spätestens beim Thema automatisierte Bewässerung gelockt werden und motiviert werden, weil das für Tüftler unzählige Möglichkeiten birgt, von über Photovoltaik gesteuert bis ich weiß nicht was. Also da kann man seinem Techniktyp freien Lauf lassen. Und automatisierte Bewässerung hat tatsächlich auch noch einen ziemlich entscheidenden Vorteil, da man es nachts laufen lassen kann. Und nachts ist, dadurch, dass die Temperaturen niedriger sind, die Verdunstung geringer. Das heißt, die Ausnutzung letztlich ist dann größer. Und jetzt bei Topfkulturen, auch ganz wichtig, ich hatte Ihnen ja erzählt, dass bei mir auf dem Balkon der eine Teil nicht überdacht ist. Wenn ich da jetzt Untersetzer unter den Töpfen habe und es regnet mal 2 Wochen am Stück, dann sind danach alle Pflanzen kaputt, weil einfach das Wasser da drin steht und nicht ablaufen kann. Also da ist immer wichtig, wenn Sie Topfkulturen haben, einfach schauen, dass es ablaufen kann oder so geschützt stehen kann, dass es eben nicht in so Regenperioden total voll regnet. Ja, Pflege. Weniger ist mehr, gerade beim insektenfreundlichen Gärtnern. Also einfach mal nicht alles immer picobello aufräumen, nicht jedes Unkraut rauszupfen, weil tatsächlich auch manches Unkraut wichtige Nahrungspflanze ist für Insekten. Also ein bisschen Wildnis, ein bisschen Unordnung zulassen. Wir haben es allerdings gehört in dem Vortrag von vor 2 Wochen. Es schadet auch nichts, mal ein Stückchen Boden komplett freizuräumen, da es ja auch Wildbienen gibt, die eben im Boden leben, dass die wirklich die Möglichkeit haben, in den Boden reinzugehen. Also so eine gute Mischung aus ein bisschen Ordnung sozusagen an manchen Stellen, also ein bisschen Boden freiräumen, aber gleichzeitig auch wirklich Unordnung lassen. Dann kein Herbstrückschnitt bei Stauden, auch wenn es vielleicht schwerfällt, weil es beim Nachbarn schon so ordentlich aussieht. Einfach stehen lassen, weil die ganzen Pflanzenstängel ideale Überwinterungsorte sind für Insekten. Und es tatsächlicherweise auch so ist, dass es auch für die Pflanzen ein bisschen ein Schutz ist. Weil wenn ein starker Frost kommt und man hat schon abgeschnitten, dann friert es ja noch wieder weiter rein. Und wenn man die Stängel stehen lässt, dann ist auch das Überwinterungsorgan von den Pflanzen geschützt. Und man kann dann ganz hervorragend im Frühjahr, wenn die Temperaturen wärmer werden, also so wie es jetzt gerade heute eigentlich ist, es geht jetzt langsam los, die Zeit, wenn die Pflanzen selber wieder anfangen auszutreiben und man dann abschneidet, dann sind auch die Insekten ausgezogen, weil sie eben ihre Winterruhe auch beendet haben. Und dann ist es für beide Seiten ein guter Gewinn. Martinseln stehen lassen, das hatte Stefan ja eingangs auch schon gesagt, das Thema Martregime. Ich habe es ja auch erzählt in dem Garten meiner Kindheit, dass einfach nur so Wege drin waren in den Wiesen, dass man laufen konnte von A nach B, also vom Gemüsegarten zum Apfelbaum, solche Sachen. Und dann kann man einfach peu à peu die Wiesen mähen, dass die Insekten auch immer Rückzugsorte haben. Und was auch noch eine ganz tolle Möglichkeit ist, ein Geheimtrick von mir als Gärtnerin, der sogenannte Remontierschnitt. Die wenigsten kennen ihn wahrscheinlich. Es gibt tatsächlicherweise bei einigen Stauden die Möglichkeit, eine zweite Blüte anzuregen, was ja dann auch wieder heißt, nochmal Futter, auch für Insekten. Zum Beispiel beim Wiesensalbei geht das oder auch beim Frauenmantel. Wenn man den kurz nach der ersten Blüte zurückschneidet, dann wird der nochmal angeregt und setzt eine zweite Blüte an und schafft es dann auch noch gut, Samen auszubilden. Also es sind vorwiegend Stauden, die so im frühen Sommer, also Mai, Juni, Anfang Juli vielleicht blühen. Also später reicht dann oft die Zeit bis zum Herbst, Winter nicht, um voll auszureifen. Hier auf der rechten Seite habe ich Ihnen auch noch 2 Fotos gemacht von meinem Balkon, weil was beim Thema Gärtnern ganz wichtig ist, ist Geduld. Bringen Sie ganz viel Geduld mit. Es gibt so viele Bilder von so tollen paradiesischen Gärten und man denkt sich, ja, dann kaufe ich mir alle die Pflanzen und dann habe ich auch so einen Garten. Und das stimmt auch, aber den Garten hat man halt nicht sofort und den hat man vielleicht auch nicht im nächsten Jahr,
sondern das ist ein Prozess. Hier auf dem oberen Bild sehen wir eine Akelei, die habe ich vor einem Jahr ausgesät. Das Bild mag jetzt hier auch ein bisschen täuschen, das wirkt vielleicht sehr groß. Also die ist im Durchmesser jetzt gerade vielleicht 3 Zentimeter. Ich habe das Bild vorhin heute Mittag gemacht. Wenn ich Glück habe, blüht die dieses Jahr schon. Das heißt, das braucht einfach seine Zeit. Das ist ein Prozess und das ist natürlich auch total spannend, den beobachten zu können. Aber das sollte man einfach im Hinterkopf behalten, dass man nicht enttäuscht ist, wenn man nicht im ersten Jahr gleich so einen Garten oder so einen Balkon hat, wie das in so Zeitschriften immer dargestellt wird. Und auf dem unteren Bild, auch da das Thema Geduld. Ich habe die Pflanze letztes Jahr bekommen. Das war ein Ableger von Freunden aus dem Garten. Ich hatte quasi den einen Trieb, den man jetzt auf der rechten Seite auch sieht und habe mich jetzt sehr gefreut, als ich gesehen habe, auf der linken Seite kommt jetzt ein zweiter Trieb raus. So, im nächsten Jahr habe ich dann 3 oder 4 Triebe. Aber ich will damit einfach sagen, geben Sie den Pflanzen Zeit, geben Sie sich Zeit. Das ist ein Prozess, so einen Garten oder einen Balkon zu entwickeln. Und man muss auch ja gar nicht irgendwie jetzt losgehen und mit dem Bagger den ganzen Garten umbaggern und alles neu machen. Man kann ja auch erstmal in einer Ecke anfangen und sich so peu à peu durcharbeiten. Hier noch ein kleiner Aspekt, wie schön das sein kann, wenn man eben im Herbst und Winter auch die Stängel einfach stehen lässt. Das gibt mit Raureif zusammen ganz tolle Motive. Oder auch hier unten rechts, das ist die wilde Karde, ist dann auch sogar noch Vogelfutter. Die Samen werden von den Vögeln gerne im Winter gefressen. Genau, jetzt ein Wort zum Thema Pflanzen, die dann zur Verfügung stehen. Weil ich ja eingangs auch darauf hingewiesen hatte, möglichst heimische Pflanzen zu nutzen. Und ich habe schon oft als Gärtnerin das Argument gehört, ja, aber wenn ich nur heimische Sachen benutze, ja, dann da gibt es doch nicht viel, was schön ist. So. Und meine Aufgabe jetzt heute Abend, sich auch so ein bisschen darin mal aufzuzeigen, wie viele schöne Pflanzen es gibt. Alle Bilder, die wir jetzt hier heute sehen, habe ich selber gemacht. Die Pflanzen, die ich jetzt gleich zeige, die sind alle entweder in Stuttgart oder in der Region Stuttgart entstanden. Also das sind alles Pflanzen, die hier auch funktionieren, tatsächlicherweise. Genau, da gibt es also eine große Vielfalt. Weltweit gibt es etwa 300.000 Pflanzenarten, also Blütenpflanzen. In Deutschland 3.000 bis 4.500, man weiß es immer nicht so ganz genau. Und in Baden-Württemberg gibt es etwa bis, man sagt so etwa bis 2.400 Arten. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, 2.400 Arten, die in Baden-Württemberg vorkommen, die also theoretisch möglich wären, und wenn da jetzt noch mal einer sagt, da gäbe es nichts, was schön wäre, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, bei fast 2.500 Pflanzenarten sollte doch genug mit drin sein, wirklich heimische Arten zu nutzen. Genau. Was mir jetzt ganz wichtig ist, wenn Sie jetzt total motiviert hier heute Abend rausgehen aus dem Vortrag, dass Sie nicht morgen in den Wald laufen und alles ausgraben, was Ihnen gefällt. Da zum einen viele Arten geschützt sind, an vielen Standorten nur noch wenig Exemplare vorkommen. Das heißt, Sie können sich Anregungen holen draußen im Wald oder in der umliegenden Natur, wo auch immer Sie unterwegs sind. Aber auf gar keinen Fall ausgraben. Es gibt Bezugsquellen, nenne ich Ihnen auch am Ende, wo Sie das alles bekommen können. Und da sind wir auch schon bei einem weiteren ganz wichtigen Punkt. Und zwar ist Deutschland aufgeteilt nach Regionen, also nach Herkunft des Pflanzenmaterials. Da ist nämlich so, ist, dass das sehr entscheidend ist. Auch weil, ich hatte ja gesagt, es gibt das Kleinklima und es gibt auch regionale Klimagebiete, wo die Pflanzen angepasst sind. Und es ist auch noch, wer sich da weiter einlesen will, bei Rieger und Hoffmann auf der Seite ganz viel Informationsmaterial, was hinter dem Thema noch steckt. Ich möchte das jetzt nicht vertiefen, das wäre ein eigener Vortrag. Da nur noch ganz kurz ein interessanter Hinweis. Es ist tatsächlich so, dass jetzt seit ziemlich genau einem Jahr es gesetzlich sogar vorgeschrieben ist, dass wenn im Außenbereich, also hinterm Ortsschild, irgendwo Pflanzungen vorgenommen werden mit Wildpflanzen, das müssen jetzt Pflanzen mit sogenannter regionaler Herkunft sein. Diese Vorschrift gibt es jetzt für den Innenbereich, also für den Stadtbereich, noch nicht. Da sind wir jetzt sozusagen am Zug, einfach zu sagen, okay, wir machen es auch und das ist tatsächlich gar kein Problem.
Wer jetzt ein Gemüsefan ist, dem sei da noch mit auf den Weg gegeben, da auch auf Sortenvielfalt zu achten und auch alte Sorten zu bevorzugen. Auch da habe ich nachher noch weiterführende Informationen. So, und jetzt sind wir dann auch schon bei dem Punkt angelangt, wo wir eine kleine Pause machen, so von 5 Minuten. Das heißt, wir treffen uns hier wieder um 19.40 Uhr, Janina, ist das richtig? Genau. Und falls jemand schon ganz akute Fragen zu dem ersten Teil von Johannas Input hat, dann ist das vielleicht auch schon eine kurze Chance, die loszuwerden. Und ansonsten, genau, machen wir in 5 Minuten weiter. Johanna, hier kam schon eine Frage rein. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich muss nur kurz was trinken. Okay. Also hier steht, man liest immer wieder, zum Beispiel für den Gemüseanbau, eine Bodenanalyse durchführen zu lassen. Ein Tipp, wo man in Stuttgart oder um Stuttgart herum das machen lassen kann, wäre nett. Okay, weißt du da etwas? Ehrlich gesagt, muss ich kurz überlegen. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich überlege mal kurz. Es ist vielleicht auch gut, wenn wir das am Ende machen, wenn jetzt vielleicht manche auch kurz sich was zu trinken holen oder so. Ja. Genau, aber da gehen wir auf jeden Fall drauf ein, ja. Super.
So. Ich hoffe, alle haben wieder zurückgefunden. Ich habe tatsächlich im Chat schon gesehen, da kamen schon erste Tipps für regionale Substrate. Da auf jeden Fall schon mal vielen Dank dafür. Das freut mich sehr, da werde ich noch ein bisschen weiter recherchieren. Und alle anderen Fragen habe ich mir auf jeden Fall notiert, gehen wir am Ende gerne drauf ein. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit den Pflanzenporträts. Also ich werde Ihnen jetzt 7 Pflanzen etwas näher vorstellen, so als kleinen quasi Appetitanreger fürs Gärtnern. Und man kann auch auf den Seiten von den Gärtnereien, die ich nachher noch nennen werde, ganz viel Recherche betreiben. Da steht viel auch dann zu den Pflanzenarten immer dabei noch, was die für einen Standortanspruch haben und so. Also da kann man sich sehr einlesen. Wir fangen an, tatsächlich jetzt im zeitigen Frühjahr mit dem Blaustern. Der ist mehrjährig, ein sogenannter Geophyt. Das heißt, der zeigt sich im Frühjahr und zieht dann nach der Blüte wieder ein, weil der ursprünglich von Standorten kommt, wo dann die Bäume belauben und er weniger Licht hat. Das heißt, er nutzt dieses Licht im Frühjahr, was auch schon so ein bisschen Hinweis geben kann auf den Standort. Und der Blaustern ist gut für Wildbienen, Fliegen und tatsächlich profitiert da auch die schwarze Wegameise, weil an den Samen sind so Anhängsel dran, so Proteinpakete, die die schwarze Wegameise bekommt. Und gleichzeitig im Gegenzug für den Blaustern ist es gut, weil die Ameise den Samen dann etwas weiter transportiert und der dann woanders keimen kann. Und auch hier eben geht es hervorragend auch im Topf auf dem Balkon, der jetzt keinen eigenen Garten hat. Hier ein kleiner Eindruck, gleich mit Fliege. Dann der Wiesensalbei, der ist auch mehrjährig, blüht von Mai bis August. Und das ist eben das, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, wenn man eine erste relativ frühe Blüte hat und direkt danach abschneidet, kann man nochmal eine zweite Blüte haben. Dann kann man es auch ein bisschen verlängern bis in den September. Der mag es vom Boden her eher mager bis neutral oder frisch feucht, ist von seiner Heimat her eine Wiesenpflanze. Und wird gern besucht von Hummeln. Die Blüten haben auch so einen ganz speziellen Hebelmechanismus, den tatsächlich nur Hummeln bedienen können. Oder was dann die Alternativmöglichkeit ist, ist einen sehr langen Rüssel zu haben. Das heißt, Insekten, die dann sehr langrüsselig sind, kommen dann auch wiederum an den Nektar ran. Hier auch ein kleiner Eindruck. Beides Aufnahmen von wilden Vorkommen. Das heißt, da möchte ich auch einfach so ein bisschen zeigen, da gibt es auch eine gewisse Vielfalt dann in den Farbspektren und so. Also auch da ist es jetzt nicht so, dass jeder Wiesensalbei dann nur dieses Blau hat, sondern es gibt auch so ja, fast pinkfarben getönte. Die Wiesenglockenblume ist eine Staude, die ich sehr, sehr gerne mag. Auch die blüht von Mai bis August, neutral bis auch frischfeuchter Boden, auch eben eine Wiesenpflanze, so wie der Salbei vorher schon. Und sie ist gut für Wildbienen, wie zum Beispiel Sandbienen, Fruchtbienen und die Sägehornbiene. Und wenn man jetzt ganz genau schaut auf dem Foto, sieht man in dieser Blüte so was Hellbraunes. Und ich habe dieses Foto aufgenommen, kurz bevor ein Gewitter richtig losgebrochen ist. Und es ist tatsächlich so, dass sich Bienen in diesen Blüten verstecken, beziehungsweise dort auch schlafen und so. Und das finde ich doch eine ganz tolle Sache, vor allem, weil man das selber auch so beobachten kann. Und das auch nochmal von mir so einfach als Anregung, einfach rausgehen in die freie Natur und da auch beobachten, wie Pflanzen wachsen und was sie da so haben und brauchen. Das hilft ungemein, auch dann zu wissen, was man im eigenen Garten vielleicht verändern kann. Also wie man da so ein bisschen helfen kann, dass die Pflanzen sich so fühlen, als würden sie an ihrem natürlichen Standort wachsen. Dann die Nachtviole habe ich deshalb mit aufgenommen, weil sie, wie der Name auch schon sagt, eine Besonderheit hat. Und zwar ist sie gut für Nachtfalter mit langem Rüssel, aber auch für Schwebfliegen.
Aber das ist eben ein ganz entscheidender Punkt, den wir immer nicht vergessen dürfen beim Gärtnern. Wir haben ja nicht nur tagaktive Insekten, sondern wir haben ja eben auch nachtaktive Insekten. Und auch da das einfach so ein bisschen mit zu beachten, dass man die auch nicht vergisst mit Nahrungsangebot. Die Nachtviole ist zweijährig bis mehrjährig, blüht von Mai bis September, hat lieber einen etwas halbschattigeren Standort. Und hier ist auch mein Tipp gärtnerisch auf jeden Fall noch dadurch, dass die eher zweijährig ist, dass man am Anfang quasi versetzt pflanzt. Weil wenn Sie die jetzt einmal pflanzen und die blüht nur alle 2 Jahre, dann haben Sie nur alle 2 Jahre eine Blüte. Das heißt, nehmen wir mal an, Sie pflanzen jetzt 2021 ein Exemplar und dann pflanzen Sie 2022 nochmal eins, weil dann haben Sie so einen versetzten Turnus, dass Sie wirklich jedes Jahr auch Blüten haben. Die wilde Möhre, Daucus carota, die ist 1- bis 2-jährig, auch da eben wieder das mit dem versetzten Turnus. Die blüht ein bisschen später, von Juni bis September, und macht auch diese ganz tollen Fruchtstände, die einfach auch wahnsinnig schön sind anzuschauen, auch im Winter, wenn sie noch stehen und dann so ein Schneeballen vielleicht noch oben drauf sitzt. Die mag es gerne sehr sonnig und ist gut für Käfer, Fliegen und ist eine der wichtigsten Pollenquellen, wenn nicht sogar die wichtigste Pollenquelle für die Sandfliegen. Jetzt kommen wir zu der Brennnessel, die ich eingangs auch schon genannt hatte. Sie wundern sich jetzt vielleicht, warum ich die empfehle als Gartenpflanze, weil die ja erstmal so nichts hermacht. Ich finde, die Brennnessel macht schon ganz schön was her, wenn man sich mal ein bisschen näher mit ihr befasst. Also zum einen einfach, weil sie wirklich Nahrungswanze ist für Tagpfauenaugen, aber auch für den kleinen Fuchs und für die gepunktete Nesselwanze. Und dann gibt es natürlich noch einen anderen Faktor. Wir selber können auch von der Brennnessel profitieren. Und das schließt sich sogar noch nicht mal aus. Weil ganz zeitig im Frühjahr, also jetzt gerade im Moment, ist es tatsächlich so, dass die Brennnessel schon austreibt. Und wenn wir da das ein oder andere Blatt nehmen und uns da ein leckeres Blattgemüse draus machen oder die in unseren Salat mit einmischen, dann tut uns das wahnsinnig gut. Aber schließt nicht aus, dass die Brennnessel dann später Nahrungspflanze ist. Also wenn wir die ersten zarten Blätter für uns nutzen und danach die Brennnessel einfach sich selbst überlassen, ist dann wieder genug Nahrung da, auch für die Tagfalter. Also da kann man gut miteinander Hand in Hand gehen. Und was da aber wichtig ist, wenn es Nahrungspflanze sein soll, für zum Beispiel Tagfauenaugen, dann sollte die schon sonnig stehen, weil das sonst nicht so gut angenommen wird als Nahrungspflanze. Hier noch ein kleiner Eindruck, wie spannend Brennnessel sein kann, wenn man mal näher rangeht, einfach diese Härchen auch zu beobachten. Ich denke, Sie merken es schon, ich mag es sehr, so ein bisschen Pflanzen auf den Grund zu gehen und auch zu beobachten, was man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht und da einfach noch auch so Besonderheiten zu entdecken. Dann noch möchte ich den Wasserdost vorstellen, der ist auch mehrjährig. Blüht von Juli bis Oktober. Das heißt, das ist wirklich eine Staude, die sehr spät im Jahr auch noch blüht, also lange sozusagen, also im Herbst dann noch Nahrung anbietet. Sie mag neutral bis frisch feuchten Boden, eher einen halbschattigen Standort, weil es von der Natur her eine Waldbaumstaude ist und sie ist Nahrungspflanze für Schwebfliegen und für den russischen Bär. Und jetzt entschuldigen Sie das vielleicht nicht ganz so schöne Foto wie die davor, aber das war so ganz schnell mit dem Handy geschossen, weil ich das Glück hatte, letztes Jahr im Sommer da den russischen Bären tatsächlich zu sehen. Das ist jetzt im schönen Buch aufgenommen, das Foto, und das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wenn man ein bisschen näher rangeht an die Blüte vom Wasserdost, auch da wieder spannende kleine Welten noch zu entdecken. Das waren jetzt so die etwas näher vorgestellten Pflanzenporträts als kleine Anregung. So die wichtigsten Punkte, auf die man einfach immer gärtnerisch achten sollte, einfach den Standort vom Boden her, den Standort oder die Ansprüche vom Licht her. Dann noch, ist es einjährig oder mehrjährig. Und dann kann man sich natürlich auch noch da wahnsinnig vertiefen und einlesen, für welche Wildbienen oder Insekten die Pflanzen gut geeignet sind. Und da sei auf jeden Fall der Wildbienenkatalog empfohlen. Da gibt es nachher auch noch Informationen. Und jetzt einfach noch eine
Bilderreihe zum Abschluss, um noch weiter zu inspirieren und den Vortrag so ein bisschen ausklingen zu lassen, nach all den vielen Informationen, die es jetzt gab, die man vielleicht auch erstmal verdauen muss, die man erstmal sortieren muss. Genau, da gehen wir einfach den Jahreslauf einmal durch. Hier haben wir den kleinen Winterling, der, wie man sieht, sehr früh im Jahr schon blüht und auch manchmal noch vom Frost überrascht wird. Dann die Krokusse, die auch jetzt gerade schon in Blüte stehen. Dann haben wir hier den Bärlauch, der tatsächlicherweise jetzt noch nicht blüht. Das dauert noch so 3 bis 4 Wochen, aber auch dann fängt er an zu blühen. Hier den hohlen Lärchensporn und das Buschwindröschen, das vielleicht der eine oder andere auch kennt. Das ist die gemeine Wegwarte. Und ich denke, das ist jetzt so eine Pflanze, die man vielleicht gar nicht so bewusst wahrnimmt, aber wie man hier auf dem Bild sieht, es sich schon lohnt, mal näher zu treten und nochmal auch genauer hinzuschauen. Dann haben wir hier die Bachnelkenwurz. Und wer auf unserer Webseite die Artikel auch verfolgt, hat vielleicht den Artikel gelesen über die schwäbische Flora von Theo Münner. Auch ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, wer gerne noch ein bisschen Hintergrundinformationen hat und vielleicht auch eben schwäbische Geschichten noch zu Pflanzen mag, der wird da auf jeden Fall fündig. Und ich finde, einer der schönsten schwäbischen Pflanzennamen ist nämlich der schwäbische Name für die Bachnelkenwurz, und zwar ist das Bachbummel. Dann Geranium palustre, der Sumpfstorchenschnabel, auch mit einer Fliege drauf. Und hier haben wir die behaarte Karde mit einem Kaisermantel. Der hatte mal ein bisschen länger Zeit, sodass ich auch die Chance hatte, den zu fotografieren. Hier haben wir die Waldengelwurz nochmal mit dem Kaisermantel. Die Karde und die Engelwurz standen recht nah beieinander. Ob es jetzt derselbe Kaisermantel war, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall waren da mehrere unterwegs. Und dann die große Sterndolde, wie ich finde, auch eine wunderschöne Staude, die auch sehr lang blüht. Also da habe ich auch schon gesehen, dass sie noch am Blühen war, wo schon der erste Frost kam, was natürlich auch ganz tolle Bilder dann gibt, wenn man eine Blüte hat, noch mit Eiskristallen drauf, die auch wirklich bis spät ins Jahr blüht, also bis Oktober, November rein. Und dann auch nicht zu vernachlässigen, wenn es einfach darum geht, wie kann ich denn mit wilden Pflanzen eben auch schöne Aspekte im Garten gestalten? Herbstfärbung ist was, was gerne vergessen wird. Es wird viel über Blütenfarbe gesprochen, aber es wird nicht so viel über die verschiedenen Laubfarben gesprochen, auch von Stauden. Und das einfach auch so von mir noch als Abschluss jetzt da nicht zu vergessen. Hier sieht man jetzt die Jungfernrebe und die gemeine Waldrebe. Genau, und die Jungfernrebe ist eben das, was hier jetzt auf dem Foto so diese schöne Herbstfärbung hat. So, und dann sind wir auch schon bei dem Teil weiterführende Informationen. Also, wir starten mal mit Bezugsquellen. Ich hatte ja ganz am Anfang ein bisschen gefragt, wo Sie herkommen, ob Sie aus Stuttgart kommen, ob Sie auch ein bisschen von weiter weg kommen, weil das jetzt eben ganz entscheidend ist beim Thema Bezugsquellen. Ich habe jetzt die Orte da auch mit hintergeschrieben, dass man so ein bisschen einnorden kann, wo wohnt man selber, was ist am nächsten dran, eben bei diesem ganz wichtigen Punkt wirklich regionale Herkunft des Pflanzenmaterials. Und ich habe jetzt vorhin im Chat gesehen, dass auch tatsächlich jemand aus Niedersachsen zugeschaltet ist, was mich ja riesig freut. Da habe ich natürlich nicht mit gerechnet und habe da auch nicht recherchiert jetzt, was es da für Quellen gibt. Wenn da Fragen sind, einfach gerne melden, dann können wir da auch irgendwie nochmal schauen, ob wir da was empfehlen können. Oder an den BUND des Vertrauens wenden in Niedersachsen. Die können bestimmt auch weiterhelfen. Genau, also da einfach darauf achten, wer jetzt vielleicht, ich glaube, ich hatte auch gesehen, dass aus Baden-Baden jemand dabei ist, genau. Das wäre ja so der Rheingraben, und da ist dann so als Bezugsquelle die Gärtnerei Strickler in Alzey auf jeden Fall zu empfehlen. Das passt gut auch von der Region her.
wenn jetzt jemand eher so aus Ulm und so der Ecke kommt, der kann auch in Illertissen beim Geismeier fündig werden. Also da gibt es auf jeden Fall genug. Und ML Green in Pforzheim ist, wie ich finde, auch eine ganz schöne Initiative. Die sind jetzt nicht in dem Sinne klassische Gärtnerei, aber die bieten Wiesendrusch an und Wiesendrusch-Saatgut. Und das ist so ein integratives Projekt. Die machen auch Gartenpflege integrativ und so. Und das finde ich auch toll, wenn sozusagen einfach mal zwei Themen verknüpft werden. Also das Soziale auch noch wieder verknüpft wird mit dem Naturschutz oder mit dem Gärtnern. Das ist also auch auf jeden Fall unterstützenswert, wer da aus der Nähe kommt. Bio-Saatgut ganz allgemein, also auch gerade für Gemüsesaatgut ist das Bingenheimer Saatgut auf jeden Fall zu empfehlen. Dann Pflanzenstärkungsmittel und organische Dünger, das habe ich vorhin im Chat auch schon gesehen, genau, da ist der MAC in Fellbach zu empfehlen, das ist total toll, dass wir da wirklich jemanden regional haben, der wird auch in Fellbach selber produziert. Die organischen Dünger, die sind auch wirklich richtig gut, die kann ich sehr empfehlen. Pflanzenstärkungsmittel und auch nochmal verschiedene organische Dünger gibt es auch bei Biplantool zu erwerben. Da hatte ich ja auch auf der einen Folie die Pflanzenstärkungsmittel gezeigt, die wirklich gut funktionieren. Wer sich für Homöopathie bei Pflanzen interessiert und da ein bisschen stöbern möchte, man bekommt die entsprechenden Globuli beim Narayana Verlag. Und da gibt es auch dann das Buch von der Christiane Maute zur Homöopathie bei Pflanzen zu erwerben. Es gibt es, glaube ich, sogar in Stuttgart in der Stadtbibliothek, meine ich, müsste das eigentlich auch geben. Dann kann man da erstmal ein bisschen reinschauen, ob das was für einen ist. Und wer jetzt zu Hause bei seinen Zimmerpflanzen mit Nützlingen arbeiten will, der kann auf nützlinge-shop.de zum einen ganz viel Informationen bekommen und sie da auch tatsächlich bekommen. So, und wer jetzt noch nicht genug Input hatte heute und wenn er den Vortrag schon gesehen hat von vor zwei Wochen oder jetzt nachträglich sich auch noch anschaut und das reicht ihm immer noch nicht, der hat dann die Möglichkeit, sich weiter zu informieren. Also einmal die Seite von Rieger und Hoffmann ist sehr zu empfehlen, was das Thema insektenfreundliche Blühmischungen oder generell insektenfreundliche Pflanzen, aber auch regionale Pflanzenherkunft anbelangt. Dann, das ist eine Seite, die ich erst vor kurzem selber entdeckt habe, natürlich Gärtnern auf dem Balkon. Ich meine, die Dame sitzt in Berlin, aber da gibt es auf jeden Fall ganz viele tolle Anregungen auch, die ist sehr zu empfehlen, die Seite. Dann Thema Wurmkiste, hatte ich vorhin auch im Chat schon gesehen, dass da auch schon die Thematik nochmal aufkam. Auf Wurmwelten kann man sich da zur Genüge informieren. Und dann ein ganz tolles Projekt ist das Projekt Tausende Gärten, Tausende Arten. Das ist auch UN-Dekade-Projekt, so wie unser Schmetterlingswiesen-Projekt. Und wer da auf die Seite geht, bekommt auch nochmal ganz viel tolle Informationen. Also das ist einfach, wenn man sich noch ein bisschen weiter einlesen möchte auch. Dann, wenn es ums Thema alte Gemüsesorten geht, ist die Initiative Genbänkle in Nürtingen sehr zu empfehlen. Ganz tolles Informationsmaterial und die freuen sich tatsächlich auch, wenn man sich rege beteiligt in dem Sinne, weil sie nämlich immer auf der Suche sind nach Sorten, die vom Aussterben bedroht sind. Das heißt, wenn Sie jetzt vielleicht bei sich im Garten oder bei Verwandten im Garten irgendwelche alten Gemüsesorten haben, wo Sie das Gefühl haben, die gibt es nirgendwo außer hier im Garten, dann unbedingt ans Genbänkle wenden. Die freuen sich da immer sehr. Genau, und wer es ein bisschen handfester mag auf Papier, jetzt die rechte Seite noch, der Bienenweidekatalog, inzwischen schon in der 6. Auflage, den kann man auf der Seite vom MLR runterladen und nachlesen. Oder es gibt tatsächlich auch, ich glaube, das hatte ich in das PDF, was dann auf unserer Webseite auch ist, auch reingestellt, den Link. Man kann auch online in dem Bienenweidekatalog suchen. Also da gibt es auch eine Online-Version davon. Aber der ist wirklich sehr, sehr, sehr ausführlich. Also wer jetzt so richtig Lust hat einzusteigen, der ist da auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Wer einfach sich erstmal so allgemein ein bisschen damit beschäftigen will, ja, was gibt es denn für Pflanzen hier vielleicht auch in meiner Gegend oder jetzt
Lust gekriegt hat, auch wenn er draußen unterwegs ist, einfach sich mal damit zu beschäftigen, was sehe ich denn eigentlich, was da wächst, da ist man auf jeden Fall mit dem, was blüht denn da, gut bedient. Da sind tatsächlicherweise aber auch nicht nur Informationen irgendwie jetzt drin, was das ist und wie groß das vielleicht ist oder so, sondern da sind auch so ein bisschen Hintergrundinformationen, was das für einen Standort braucht. Also da kann man auch schon anfangen, sich gut einzulesen für so Gärtnertipps. Dann hatte ich ja schon erwähnt, die Schwäbische Flora von Theo Müller. Auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Buch. Genau, Homöopathie für Pflanzen hatten wir es schon von. Und wer sich noch mit der Flora in Stuttgart beschäftigen möchte, also wirklich da so ganz regional werden möchte, dem sei die Flora Stuttgart noch empfohlen. So, und jetzt bin ich tatsächlich durch und wir hätten Raum für Fragen. Vielen Dank, Johanna. Ein paar Fragen kamen schon im Chat. Ja. Vielleicht können wir noch mal auf ein paar von denen eingehen. Also ich glaube, dass zu Bezugsquellen und regionalen Bezugsquellen, das hast du ja gerade schon ziemlich deutlich erläutert. Mhm. Dann war noch ganz zu Beginn eine Frage zum Abmagern von Böden mit beispielsweise Sand und Steinen. Ist das notwendig, sprich, wenn wir sagen, wir wollen Wildpflanzen pflanzen, die magere Böden brauchen, müssen wir unsere Böden erst behandeln oder ist das nicht? Ich möchte mal antworten mit einem klaren Jein. Also wenn man sich nochmal zurückerinnert an den Beginn meines Vortrags, hatte ich ja gesagt, zu schauen, was habe ich für einen Standort. Das heißt, wenn ich schaue, was habe ich für einen Standort und ich habe keinen mageren Standort, dann kann ich ja Pflanzen wählen, die für diesen Standort passen, ohne jetzt meinen ganzen Garten erstmal den Oberboden abtragen zu müssen, da Sand einbringen zu müssen. Also ja, natürlich, klar, wenn Sie das jetzt unbedingt wollen, dann können Sie das machen, aber es ist die Frage, wie standortgerecht das auch ist. Also das kann man machen, wenn es jetzt einem ein Anliegen ist, aber man kann auch sagen, man nimmt den Standort, der da ist, und macht da das Passende draus und kann ja sagen, okay, ich mache vielleicht eine Ecke, die ich mal ein bisschen abmagere. Also das war auch das, was ich ja mal versucht hatte, so ein bisschen. Man muss jetzt nicht seinen ganzen Garten irgendwie auf links krempeln und alles neu machen. Das ist auch so ein bisschen, vielleicht dann geht schon in Richtung einer weiteren Frage, ob beispielsweise ein Teich unbedingt notwendig ist für einen wirklich strukturierten Garten, der jetzt vielen Insekten ein Zuhause bietet. Also es ist jetzt nicht so, dass es ohne Teich nicht funktioniert. Also das muss man auch, glaube ich, in der Deutlichkeit sagen. Es ist natürlich schön, in irgendeiner Form eine Wasserstelle zu haben. Das dient ja auch als Vogeltränke oder eben auch viele Insekten holen sich ja auch ab und zu mal Wasser. Die brauchen ja auch Feuchtigkeit so. Aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig, um da einen guten Garten haben zu können. Wenn man die Möglichkeit hat, ist es schön, aber man muss jetzt da nicht Himmel und Hölle in Bewegung setzen und sich einen Teich graben. Gut, ich habe gerade keine weitere Frage mehr auf dem Schirm. Falls ich eine vergessen habe, bitte melden. Oder falls sonst noch eine Frage aufkommt, jetzt wäre die Möglichkeit. Ja, also ich habe tatsächlicherweise, hatte ich zwei Fragen von in der Pause im Chat noch gesehen, auf die ich eingehen wollte. Und genau, jetzt hatte ich hier gerade noch den Kommentar gelesen, bei Rieger und Hoffmann ist der Mindestbestellwert 128,40 Euro. Das ist genau der Grund, warum ich Rieger und Hoffmann nicht als Bezugsquelle, sondern als Informationsquelle nenne. Weil tatsächlich da müsste man wahnsinnig viel bestellen. Wenn Sie natürlich jetzt in Ihrer Nachbarschaft eine Aktion starten und sagen, wir tun uns zusammen, dann kommen Sie natürlich schnell auf so eine Menge. Dann geht das, aber deswegen habe ich das jetzt mal nicht bei den Bezugsquellen genannt. Genau. Ja, und dann war ganz am Anfang, oder hatte Thea vorhin die Frage noch mir gestellt in der Pause, ob es notwendig ist, eine Bodenanalyse zu machen für Gemüseanbau, beziehungsweise wo man das in Stuttgart machen lassen könnte oder in Umgebung. Ich muss sagen, ich weiß jetzt
spontan keine Adresse für Bodenanalyse für privat. Es ist die Frage, was man damit bezwecken will, weil die meisten Böden sind so, dass es schon funktioniert. Wenn man natürlich jetzt wirklich das auf ein gewisses Niveau heben will und sagen will, okay, ich will jetzt unbedingt wissen, wie viel Nährstoffe in meinem Boden drin sind, kann man das machen. Aber um jetzt zu starten mit Gemüseanbau, ist es auch nicht unbedingt notwendig, jetzt eine komplette Bodenanalyse machen zu lassen. Wenn da jetzt wirklich Bedarf besteht, da eine Adresse zu haben, mir einfach noch mal eine E-Mail schreiben, dann kann ich noch mal gucken, ob ich was rausfinde an die Person, die das gefragt hatte, ja? Und dann war noch die Frage, den Kasten, den ich gezeigt hatte, ganz am Anfang, den ich selber auch mal gebaut hatte, mit diesen trockenheitsvertragenden Stauden, ob sowas auch eine Möglichkeit wäre für Sandbienen. Die Frage würde ich jetzt gerne an Stefan abgeben, wenn das ginge, weil ich mich mit Bienen an sich nicht so gut auskenne wie mit dem Gärtner. Ja, das geht tatsächlich. Also ich selber habe auf einem Balkonkasten im dritten Stock sogar eines Hauses die gemeine Sandbiene schon ein- und ausfliegen sehen. Die nehmen das tatsächlich an. Ne? Das sind so Ubiquitisten. Jetzt ist vielleicht keine ganz spezielle Biene, so eine ganz seltene, aber die gemeine Sandbiene, die geht tatsächlich auch in Balkonkästen. Das war, wo eine größere Pflanze drin war, da war noch Erde drumherum, da hat die dann fleißig ihre Nester gebaut dann. Genau, das sehe ich auch schon im Chat. Und als letzte Frage, als letzte Frage, bevor wir dann zum urbanen Grün übergehen, war noch würdest du Johanna eher empfehlen, auszusehen oder kleine Stauden zu bauen? Ja, ich gebe keine klare Empfehlung ab. Aber ich gebe vielleicht einen Satz noch mit auf den Weg jetzt als Abschluss. Also beim Aussäen ist es so, es braucht wahnsinnig viel Geduld. Ich habe ja am Anfang mal meine Akelei gezeigt, die ich letztes Jahr ausgesät habe, die jetzt einen Durchmesser hat irgendwie von 3 cm. Es braucht wahnsinnig viel Zeit. Es braucht perfekte Bedingungen. Da kann man manchmal schnell die Motivation verlieren, wenn es vielleicht nicht ganz so ein gutes Ergebnis gibt, wie man das gehofft hat. Also wer jetzt gleich durchstarten will und einfach sicherer ein Ergebnis haben will, der fährt vielleicht besser, wenn er sich Pflanzen im Topf kauft. Aber nichtsdestotrotz ist das Aussäen auch eine schöne Sache, weil man einfach Pflanzen mal wirklich beobachten kann, vom Keimstadium bis zur Blüte. Ich würde sagen, die Mischung macht es auch ein bisschen, ne? Also wenn ich jetzt eine Blühwiese anlegen will und ich pflanze das alles, das ist utopisch. Also da ist Aussaat gut. Wenn ich jetzt ein Beet anlegen will oder ich bepflanze jetzt meinen Balkon, dann sind Pflanzen im Topf eine gute Lösung. Also ich würde sagen, beides. So, wenn die Antwort ausreichend ist, hoffe ich. Vielen Dank, Johanna, nicht nur für die Beantwortung der Fragen, sondern für deinen ganzen Input und für die Energie, die da reingeflossen ist und das, was wir lernen durften. Ich selbst habe mir auch die ganze Zeit Notizen gemacht und bin gespannt, es dann selbst auszuprobieren. Ja, vielen Dank. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, da ein bisschen was weitergeben zu können und hoffe, dass ich die eine oder andere Anregung geben konnte, die hilfreich war. Und zum letzten Teil von unserem Seminar heute für die letzten 20 Minuten wollen wir noch mal ein wenig den Blick auch aus den vielleicht privaten Gärten rauswagen in das städtische Grün. Und wie bereits zu Beginn angekündigt, ist die Nadja Horitsch heute dabei, die über Aktivitäten und Förderoptionen der Stadt Stuttgart berichtet. Nadja Horitsch ist Projektleiterin des Förderprogramms Urbanes Grün und arbeitet beim Amt für Stadtplanung und Wohnen in Stuttgart.
Nadja, bitte. Ja, vielen Dank. Ich werde erstmal den Bildschirm teilen für die Präsentation. So. Ja, auch im Namen meiner Kolleginnen Vivian Remmel und Gabriele Heusel-Voraus, die heute auch hier sind, herzlichen Dank für die Einladung zu dem Seminar. Wir freuen uns, dabei sein zu können. Vielleicht noch in Ergänzung zu der Vorstellung. Ich bin von Haus aus Diplom-Geografin, also jetzt keine Biologin, habe auch selber sehr viel gerade noch mitnehmen können aus dem Vortrag meiner Vorgängerin. Ich bin seit 1,5 Jahren jetzt etwa bei der Landeshauptstadt Stuttgart, eben zum einen für das Förderprogramm Urbane Garten zuständig und zum anderen für unser Verbundprojekt Gartenleistungen, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird und wo es eben darum geht, von Gärten, von Parks und Grünflächen die ökologischen, sozialen und auch ökonomischen Leistungen tatsächlich zu bewerten, zu erforschen und daraus eben dann auch Handlungsstrategien für Politikverwaltung eben abzuleiten. Ich werde jetzt im Folgenden vorstellen, welche Fördermöglichkeiten wir bei der Koordinierungsstelle Urbanes Grün für private Initiativen anbieten. Unsere Koordinierungsstelle ist angesiedelt im Amt für Stadtplanung und Wohnen in der Abteilung Stadterneuerung und Wohnbauentwicklung. Gut. Ja, wie wir alle wissen, betrifft die Klimaerwärmung in einer Stadt wie Stuttgart mit den topografischen Voraussetzungen wie Stuttgart eben in ihrer Kessellage ganz besonders. Und um dem entgegenzuwirken, hat die Landeshauptstadt Stuttgart in den vergangenen Jahren ganz verschiedene Maßnahmen und Programme auf den Weg gebracht. Ich will das nur ganz kurz anreißen, weil der Vortrag ja doch dann nicht so ausführlich heute sein kann. Beispielsweise hat die Stadt das 200 Millionen Euro starke Paket Weltklima in Not auf den Weg gebracht oder das Konzept grüne Infrastruktur, die auch beide eben mit Personalstellen und Finanzmitteln hinterlegt sind und beispielsweise eben auch Baum- und Heckenpflanzungen umfassen oder auch eben die Anlage von artenreichen Blühwiesen. Eine durchgrünte Stadt erreichen wir aber nicht. Das haben wir jetzt im Vorgängervortrag eben von Stefan Kress auch schon gehört. Das erreichen wir eben nicht nur mit Maßnahmen auf öffentlichen Flächen, sondern wesentlich ist auch einfach der Beitrag, den die Bürger und Bürgerinnen in ihren eigenen Gärten leisten. Beispielsweise indem sie sich eben von den Steingärten, die man doch noch öfter sieht, als man möchte, distanzieren und eben die eindeutigen Vorteile auch von Grün am eigenen Gebäude und in der eigenen Nachbarschaft erkennen und selbst eben auch einen Beitrag leisten, grüne Lebensräume für die Natur zu schaffen, aber eben auch für den Menschen. Und die Stadt Stuttgart bietet eben für private Initiativen verschiedene Förderprogramme an. Ich glaube, du stellst die Links gleich auch nochmal auf die städtische Website in den Chat. Es gibt eben verschiedene Förderprogramme. Ich möchte mich jetzt einfach auf die beiden Programme, das Stuttgarter Grünprogramm und das Förderprogramm Urbane Gärten vor allem konzentrieren, die eben in unserer Koordinierungsstelle angesiedelt sind, die wir eben betreuen und gestalten. Diese Programme gibt es seit 2014. Jetzt ganz aktuell im Februar haben wir sie fortgeschrieben, inhaltlich auch nochmal weiterentwickelt. Momentan haben wir vielleicht noch als Nebeninfo in unserer Koordinierungsstelle 3,7 Personalstellen, eben für diese zwei Programme, für unser Verbundprojekt Gartenleistungen und möchte eben auch noch erwähnen, die Kollegin Melanie Hartmann, die hier auch manche ja kennen, fördert, ist noch für die Anlage von artenreichen Blühflächen in der Stadt zuständig. Das heißt zum Beispiel berät sie auch verwaltungsintern Kollegen und Kolleginnen, die eben Flächen umgestalten und kümmert sich auch darum, dass das Grün in der Stadt auch frühzeitig in Planungsprozessen eben berücksichtigt wird. Also beispielsweise, indem sowas in Leistungs-
Beschreibungen oder Wettbewerbsausschreibungen auch dann eben textlich entsprechend aufgenommen wird. Genau. Ich gehe nochmal zurück. Der Schwerpunkt heute bei meinem Vortrag sollte ja auf den urbanen Gärten liegen. Ich möchte jetzt trotzdem das Stuttgarter Grünprogramm kurz vorstellen, weil es da einfach auch Möglichkeiten eben gibt, zum Beispiel jetzt artenreiche Blühflächen zu fördern und da eben auch was, ja, Lebensräume für Insekten zu schaffen. Im Rahmen des Stuttgarter Grünprogramms können Dachbegrünungen, Fassaden- und Freiflächenbegrünungen gefördert werden, sowie Entsiegelungsmaßnahmen und die Anlage von artenreichen Blühflächen. Also Voraussetzung ist auch eben, dass das dann gebietsheimische Arten sind. Hierfür gibt es zweckgebundene Zuschüsse von bis zu 70%, 50-70%, eben je nach Lage des Grundstücks und der Art und der Anzahl der Maßnahmen. Die Förderobergrenze für einzelne Maßnahmen liegt bei 10.000 bis 15.000 Euro und das Maximum für ein Grundstück bei 30.000 bis 45.000 Euro je Grundstück. Die Voraussetzung eben ist, dass der Erhalt der Maßnahmen auf 10 Jahre garantiert werden kann. Das heißt, da geht es wirklich um langfristige Aufwertungen. Die Anträge stellen können eben nicht nur Gebäudeeigentümer und Nießbraucher, sondern beispielsweise auch Eigentümergemeinschaften. Und bei der Anlage artenreicher Blühflächen, also das ist eben auch ein Baustein in dieser Richtlinie, da können sogar einzelne Personen, Vereine oder Interessensgruppen gefördert werden. Also wenn Sie über unsere Website eben die Richtlinie des Stuttgarter Grünprogramms aufrufen, finden Sie das auf der Seite 13. Da geht es dann eben um die artenreichen Blühflächen. Dann komme ich zu dem Förderprogramm Urbane Gärten. Was bieten wir in diesem Rahmen an? Also in erster Linie bieten wir Beratung an. Also beispielsweise kommen Gruppen auf uns zu, die eine konkrete Fläche schon in Augenschein genommen haben. Die sagen, hier ist eine Brache, da passiert nichts, wir würden da gerne aktiv werden, Hochbeete auf die Fläche stellen. Also hier unterstützen wir einfach bei der Flächensuche, bei der Ansprache der Eigentümer. Aber wir unterstützen zum Beispiel auch, wenn sich Initiativen bilden, die vielleicht zunächst mal aus 2-3 Personen bestehen und sagen, sie suchen Kooperationspartner. Wir haben ein großes Netzwerk, Urbane Gärten. Und hier ist es uns eben dann auch möglich, Kontakte zu knüpfen, Informationen der Netzwerkpartner zu teilen. Beispielsweise laden wir in dem Rahmen auch 2-mal jährlich zu unserer Gartenwerkstatt ein. Das ist ein Format für die aktiven Gemeinschaftsgärtner und Gärtnerinnen in Stuttgart. Da geht es uns vor allem darum, auch kurze Wege zwischen der Stadt und den Engagierten zu ermöglichen und auch eben, dass die Engagierten untereinander voneinander lernen können, sich austauschen können, vielleicht ja auf dem Weg einfach auch ja, im Austausch sind. Wir haben dann auch in letzter Zeit die Öffentlichkeitsarbeit nochmal deutlich verstärkt, auch aus dem Grund, weil wir sehen, es ist einfach ganz arg wichtig, das ehrenamtliche Engagement stärker sichtbar zu machen. Und damit eben auch verfolgen wir eben auch das Ziel, mehr Unterstützer und Förderer und auch Mitglieder für die Projektinitiativen eben zu gewinnen. In dem Rahmen beispielsweise haben wir letztes Jahr den Tag der offenen Gärten initiiert. Also das gibt's, so ein Format gibt es ja schon in vielen Städten. In Stuttgart gab es das noch nicht. Wir haben dafür die VHS Ökostation als Kooperationspartner gefunden und Gemeinschaftsgärten haben eine ÖPNV-Tour angeboten, eine Radtour. Und was ich daran auch eben ganz schön fand, dass wir da ein richtig gutes Feedback bekommen haben. Wir hatten beispielsweise auch bei der einen Tour ein älteres Ehepaar dabei, die schon immer in Stuttgart leben, also Stuttgarter, und die bei der Tour wirklich neue Orte entdecken konnten, versteckte Oasen. Also das finde ich ist einfach total super, zu wissen, dass es hier einfach ganz viel Potenzial gibt, was teils schon genutzt wird und teils vielleicht ja auch noch ungenutzt ist. Genau, also
Was habe ich noch auf der Liste stehen? Genau, wir sind im Rahmen von Kooperationen aktiv. Also auf kommunaler Ebene möchte ich da beispielsweise das Netzwerk Natur erleben nennen. Also das ist eine referatsübergreifende Zusammenarbeit unter der Leitung der Abteilung Stuttgarter Bildungspatenschaften mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen vielfältigen, ja, besseren Zugang auch zum Naturerleben zu schaffen. Ich habe auch in der Teilnehmerliste gesehen, Annegret Barth vom Netzwerk Naturerleben ist heute hier auch dabei. Genau, und Kooperationen auf nationaler Ebene, das ist beispielsweise unser Verbundprojekt Gartenleistungen, von dem ich schon berichtet habe, das uns die Möglichkeit gibt, auch mit anderen Städten wie Berlin jetzt beispielsweise eng in Austausch zu sein und zu gucken, was machen denn die Kommunen andernorts. So, dann möchte ich noch zur Richtlinie Urbane Garten kommen, also was fördern wir? Wir fördern auch hier eben einen zweckgebundenen Zuschuss, der sich an die Initiativen gemeinschaftlich organisierter gärtnerischer Nutzungen eben im Stadtgebiet richtet. Förderfähig sind Initiativen, die bürgerschaftlich organisiert sind, die dem Gemeinwohl dienen und einen ökologischen Mehrwert aufweisen. Das ist auch ein Punkt, den wir jetzt neu in der Fortschreibung der Richtlinie mit aufgenommen haben, weil wir eben auch sagen, es ist einfach ganz wichtig, alles, was wir heute schon gehört haben, dass auf mineralische Volldünger verzichtet wird, auf Pestizide, auf torfhaltige Erde. Also das ist quasi bei uns auch die Fördervoraussetzung. Außerdem sagen wir auch, dass beispielsweise bevorzugt Recyclingmaterialien verwendet werden, also Urban Gardening. Ich werde später ein paar Bilder zeigen, da geht es sehr viel auch um Do-it-yourself, um Upcycling. Und wenn, sag ich mal, Hölzer neu gekauft werden, dass das auch aus nachhaltigen Quellen bezogen wird. Genau, wir haben zwei Förderbereiche. Also zum einen fördern wir die Erstanlage und Erstausstattung von Gärten. Und zum anderen jetzt Gärten, die länger bestehen, können für den Erhalt und Betrieb bei uns Mittel beantragen. Genau. Ich habe jetzt hier die Gegenüberstellung nochmal aufgezeigt, weil vielleicht der ein oder andere Teilnehmer die alte Richtlinie noch kennt. Also neu, jetzt ganz aktuell seit Februar, ist, dass wir einen Anteil von 70%, bis zu 70% fördern können. Das heißt, dass noch ein Eigenanteil, dass die Initiativen noch einen Eigenanteil von 30% zu zahlen haben, den sie aber zum Beispiel auch über eine Kofinanzierung reinholen können. Und bei dem Förderbereich Erstanlage und Erstausstattung können wir bis zu 4.000 Euro fördern und für den Erhalt und Betrieb von Gärten, die schon bestehen, eben bis zu 2.000 Euro. Neu in der Richtlinie jetzt auch ist die Förderung weiterer Kostenarten, also zum Beispiel von Öffentlichkeitsarbeit und von Aktionen. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir sehen, dass das ehrenamtliche Engagement von Mitgliedern lebt und auch von der Vernetzung im Quartier, und das ist eben auch nur durch solche Maßnahmen möglich. Gut, genau. So, ich komme dann noch einfach zu ein paar Beispielen, dass Sie sich vorstellen können, wo überall Gärtnern möglich ist. Wir haben eben also ein bekanntes Beispiel in Stuttgart ist das Züblin-Parkhaus. Auf dem Züblin-Parkhaus, also früher hieß es Ebene 0, die Ebene 0 gibt es jetzt nicht mehr, aber es stehen immer noch Hochbeete eben quasi auf der obersten Ebene des Züblin-Parkhauses. Das fand ich jetzt ein super Platz auch für einen urbanen Garten. Wir haben aber auch zum Beispiel mit dem Kaiser Schützenplatz eine Initiative gehabt, die sich temporär auf einer Verkehrsinsel engagiert hat. Wir haben das Traubenplätzle im Stuttgarter Westen, die auch auf einer Verkehrsfläche angesiedelt sind oder hatten sogar einen essbaren Fahrradübungsplatz. Manche dieser Gärten sind einfach auch temporär, ich sage jetzt mal für mehrere Jahre da, weil sie als Interim geplant sind. Das heißt, hier ist oft auch schon klar, dass diese Flächen umgeplant werden. Dann müssen diese Initiativen auch Baumaßnahmen weichen. Das ist auch einfach Teil, sage ich mal, dieses,
Teil des Gardenings und einfach ein bekannter Nutzungskonflikt. Vielleicht eines der bekanntesten Beispiele in Stuttgart ist der Stadtacker in Stuttgart-Nord bei den Wagenhallen mit fast 4000 Quadratmetern. Wurden hier 55 Parzellen zur Einzelnutzung geschaffen und 15 gemeinschaftlich genutzte Parzellen. Das sieht man auch auf diesen Bildern. Also es ist einfach eine enorme Vielfalt vorhanden. Und was auch natürlich eine Rolle spielt, ist, dass durch diese langjährige Nutzung, es war auch einer der ersten Gärten eben, dass sich der Boden wesentlich verbessert hat. Also die Gruppe hat sehr viel bodenverbessernde Maßnahmen vorgenommen, sodass jetzt hier einfach auch, sag ich mal, eine Vielfalt an Pflanzen zu finden ist, bis hin auch zu Bienen. Hier ein Bild des Inselgrüns im Neckarpark, das ist in Stuttgart-Bad Cannstatt. Hier hatten wir eben auch die Situation, dass der Neckarpark wird ja eben auch gerade neu entwickelt und mit dem Beginn der Baumaßnahmen musste eben die ursprüngliche Gartenfläche geräumt werden und dennoch wollte die Kulturinsel als Projektträger und die Stadt Stuttgart das Inselgrün erhalten und insofern wurde jetzt der Garten mobil gestaltet, das heißt vom Kompost über die Bewässerungssysteme, die Beete ist alles eben auf verrückbaren Hochbeeten gelagert, sogar ein mobiles Gewächshaus ist dabei, eben ein vertikaler Garten, der mit Solarmodul bewässert wird und somit ist es eben jetzt auch möglich, das Engagement während der Bauphase zu erhalten. Es geht eben auch immer darum bei diesen Projekten, sag mal, da ist eine Wirkung auch ins Quartier, sozial zum Beispiel, also wir haben hier gewachsene Kooperationen wie mit der Caritas, sogar Unternehmen wie Daimler, sag ich mal, haben das Inselgrün auch genutzt für Seminare mit Managern. Also es ist einfach, sag ich mal, immer schwierig, wenn solche Projekte dann gänzlich verschwinden. Insofern ist die Stadt da auch immer bemüht, einfach die Maßnahmen zu erhalten, dass so gewachsene Strukturen auch einfach erhalten bleiben und dann eben, wenn die Fläche neu bebaut ist, eben weiter ins Quartier wirken können. Da sieht man eben auch ganz schön, was da alles wachsen kann. Hier ein weiteres Beispiel, das ist Chloroplast eben in Stuttgart-Weil im Dorf auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei. Genau die Gruppe quasi ja neben dem biologischen Gärtnern mit samenfesten Gemüsesorten und dem Verzicht auch auf mineralische Dünger und Torfe steht hier eben auch das Erproben neuer Technologien wie Wurmteraponik auch im Vordergrund, das haben wir vorhin auch schon mal kurz gehört, oder eben wie man hier auch im Bild oben rechts sieht, die Jungpflanzenanzucht. Hier rechts unten sieht man auch eine Wanne eben quasi mit Würmern, also die Idee ist quasi einen Kreislauf herzustellen, sodass zum Beispiel eben mit Hilfe von diesen Kompostwürmern und einem automatischen Wasserkreislaufsystem Bioabfälle zu einer organischen Nährstofflösung zersetzt werden und die Nutzpflanzen absorbieren dann wieder die Nährstoffe aus der entstandenen Lösung und nutzen die eben für das Wachstum und ihre Fruchtausbildung. So. Dann komme ich zur VHS-Ökostation hier im Bild. Ich glaube, die kennen vielleicht die meisten, die VHS-Ökostation am Wartberg. Hier steht auch eben, sage ich mal, Natur- und Umweltbildung im Vordergrund, also gerade stadtökologisch ausgerichtetes Kursprogramm. Aber die Ökostation bietet eben auch einen Naturgarten, einen Sinnesgarten und ist, sage ich mal, auf jeden Fall auch immer ein Besuch wert. Was wir hier auf dem Bild noch sehen, ist, dass eben einige der Gärten bewusst auch Lebensräume für Tiere und Pflanzen schaffen. Übrigens auch in der Richtlinie urbane Gärten stellen wir das auch dar, dass wir einen finanziellen Anreiz nochmal bieten, wenn die Gärten solche Lebensräume schaffen. Also das wird dann auch finanziell nochmal gewürdigt.
Hier sieht man beispielhaft eben nochmal Chloroplast links im Bild mit der Kräuterspirale und eben rechts ein Insektenhotel, das im Nachbarschaftsgarten Stöckach, am Stöckach eben zu finden ist. Vielen Garteninitiativen geht es um Wissensvermittlung. Hier links im Bild haben wir den Agenda-Garten in Stuttgart-Degerloch, der auch als einer der ersten 2015 gegründet wurde. Und im Foto rechts eben die Vielfaltsgärtner auf den Feldern, die eine sehr große Vielfalt von Obst und Gemüse in Bioanbau haben und auch eben in Kreisläufen wirtschaften. Saatgut übrigens verkaufen. Also da lohnt auch mal der Blick auf die Internetseite. Genau. Und genau, das ist letztlich eben auch, worum es geht. Also wir haben eben gerade beim Thema Urban Gardening viele Gruppen, die ohne Wissen anfangen, die einfach mal gucken wollen, wie es geht. Und haben aber dann auch eben diese Gärten, die wirklich schon lange bestehen, die wirklich fast schon Profiwissen haben. Und insofern ist es eben auch ganz, ganz wichtig, da einfach voneinander zu lernen und sich gemeinsam dann auch weiterzuentwickeln. Was ich jetzt auf den letzten Folien noch ganz kurz und abschließend einfach zeigen will, ist, dass es beim urbanen Gärtnern aber nicht nur um Naturräume geht, sondern eben auch einfach um Naherholung, um Austausch, um das nachbarschaftliche Miteinander. Also ich glaube, jeder hat sich während der Lockdowns in der Vergangenheit auch einen Platz einfach in seinem direkten Wohnumfeld gewünscht, wo er sein kann, mit anderen in Austausch kommen kann, ohne das vielleicht in der eigenen Wohnung tun zu müssen. Und die urbanen Gärten bieten da eben auch solche Möglichkeiten, sind soziale Treffpunkte. Hier wächst auch Gemeinschaftssinn, auch sehr niederschwellige kulturelle Angebote entstehen hier. Genau, und das ist eigentlich auch das, was die meisten Gärten uns immer wieder spiegeln. Es geht nicht um Ertragsoptimierung, sondern es geht eben um das Miteinander und um das Miteinander in der Natur. So, genau, und hier abschließend nochmal kurz ein paar Fotos zum Stuttgarter Grünprogramm, also eine Fassadenbegrünung, Dachbegrünung und eben links im Bild eben jetzt exemplarisch eine artenreiche Blühfläche. Wir haben übrigens diese Samentütchen auch eben in Kooperation mit dem Amt für Umweltschutz Stuttgart geben wir die raus in Sanierungsgebieten beispielsweise, beraten Bürger und Bürgerinnen. Das ist jetzt zum Beispiel auch eine Samenmischung, die sich für den Balkon eignet. Also insofern ist uns auch immer wichtig, Bewusstseinsbildung zu betreiben und eben auch für Fragen zur Verfügung zu stehen. Und in diesem Sinne auf der letzten Folie einfach unsere E-Mail-Adressen und nochmal die Websites. Also kontaktieren Sie uns gern für Fragen. Wir beraten, können gern einen Termin ausmachen und freuen uns einfach, wenn Sie mithelfen und neue Projekte ins Leben zu rufen und vielleicht auch einfach unsere Förderprogramme zu multiplizieren, wenn Sie das jetzt nicht selber machen wollen, dass sie einfach in ihrem Bekanntenkreis kundtun, dass es diese Förderprogramme gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Nadja, für diesen spannenden Input und den Überblick über die Förderprogramme. Also ich fand das echt sehr spannend und kannte auch noch nicht alles davon. Leider ist uns für Fragen und Diskussionen etwas die Zeit ausgegangen. Aber wie erwähnt, die Links sind auch nochmal im Chat und die E-Mail-Adressen hier, sodass ich dann alles Weitere vorschlagen würde, direkt so zu klären. Und somit sind wir eigentlich auch schon kurz vorm Ende unseres Seminars heute und von unserem Abend. Und ich würde einmal die Thea bitten, noch einmal die letzten Folien zu teilen. Genau, denn bevor wir den Abend abschließen, haben wir noch ein ganz paar letzte Infos für alle, die noch nicht genug haben oder die vielleicht auch Interesse haben, selber aktiv zu werden.
habe ich einmal ganz kurz einen Überblick aufgelistet, was der NABU und BUND insbesondere in Stuttgart zu dem Thema machen. Ich würde jetzt nicht im Detail darauf eingehen, noch einmal die Folie vorher, genau, danke, sondern da auf die jeweiligen Websites verweisen, nabu-stuttgart.de und bund-stuttgart.de. Da ist das entsprechend aufgelistet und auch mit Ansprechpartnern für die Aktivitäten. Was ich noch einmal gern erwähnen würde, sind ein paar weitere Vorträge oder Veranstaltungen, die anstehen rund ums Thema Insekten. Der NABU Stuttgart hat am 8. Juni einen Vortrag, wo die wilden Bienen wohnen, geplant, sowie im September schon mal zum Vormerken einen Vortrag zu Maria Sibylla Merian, die Begründerin der Entomologie, der Insektenkunde. Von Seiten BUND ist im Juni ein Schmetterlingsseminar geplant, inklusive Kartierung und Schmetterlingsspaziergang, sowie auch im Juni, am 11. Juni, organisiert ein Vorstandskollege vom BUND eine Führung, eine Exkursion entlang der Wandelwege auf der Wangener Höhe. Und wie gesagt, alle Details dazu gibt's auf den jeweiligen Websites und natürlich dort auch die Infos zur Anmeldung. Genau, und bevor wir schließen, noch einmal der Aufruf, uns durch Spenden zu unterstützen, sodass wir hoffentlich noch viele weitere Veranstaltungen dieser Art und hoffentlich dann auch mal wieder in Person machen können und die genannten Aktivitäten weiterführen können und auch neue dazukommen. Wie bereits anfangs erwähnt, gerne über den Link, der dort angegeben ist, oder den QR-Code scannen mit dem Verwendungszweck Wildbienenseminar. Vielen Dank schon mal dafür. Genau, und zuletzt eigentlich nur noch vielen Dank, dass Sie alle dabei waren und schön, dass wir auch in so großer Runde dabei waren. Und natürlich möchte ich auch nochmal Danke an alle Mitorganisierenden richten, neben den Sprechern und Sprecherinnen heute auch an Wolf-Dietrich Paul, der auch Vorstandsmitglied beim BUND ist, und vor allem an unsere BFDlerin Thea Samide, die auch ganz viel Energie in die... Vielen Dank fürs Dabeisein und genießen Sie den Frühlingsbeginn. Viel Spaß beim Gärtnern und bleiben Sie gesund.